Spannend, spannend. Wie gesagt, dann halt für mich erstmal ohne Ton. Ich hoffe, ihr habt Ton. Kann es im Moment nicht erkennen, woran es liegt. So, okay. Neu Medibrunn. Wir wollen heute ein bisschen streamen und ein bisschen was arbeiten. Und zwar, ich habe es ja in die Beschreibung geschrieben, wir wollen zum einen Strohballen einsammeln, dann gibt es heute Ackergras zu ernten und da machen wir dann Heu, und zwar Heuballen. Und die werden wir dann natürlich dann auch einsammeln, und zwar schön von Hand. Und dann möchte ich gerne noch mit meinem Energieberater heute reden, denn ich würde vielleicht die eine oder andere PV-Anlage gerne bei mir hier auf dem Hof installieren. Dächer haben wir ja mittlerweile genügend. Und das nächste ist, was wir auf jeden Fall auch machen sollten oder wollten. Damit will ich eigentlich gleich starten und beginnen, denn wir schauen mal hier in den Gebrauchthändler. Da ist ein Fendt. Und diesen Fendt, darauf hätte ich Bock. So, ich schaue gerade mal. So, okay. So, okay. So, und deswegen möchte ich gerne Folgendes tun. Lasst uns mal hier kurz reinschauen bei den Geräten. Und zwar möchte ich diesen Valtra, den kleinen, den möchte ich abstoßen. Da kriegen wir ja auch einigermaßen Geld dafür. Dann passt das einigermaßen. Und der Fendt, der hat halt die Option, dass wir da richtig auf PS hochgehen können. Und ja, ist halt eben ein Fendt, wenn auch schon 33 Monate alt. Okay, servus, hallo, recht herzlich willkommen hier zum Livestream. So, Verbindung ist gut. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Sound. Denn jetzt laufen wir erstmal hier zu unserem Vario. Und den bringen wir zum Händler. So. Das Gewicht nehmen wir auch mit. Ich überlege gerade, ob wir... Nee, den Frontanbau lassen wir hier alles. Das brauchen wir. Jo, und dann werden wir den hier nämlich verkaufen. So, da drüben sieht man schon unser Feld. Da habe ich geerntet in der letzten Folge oder angefangen zu ernten. Und da liegen jetzt noch die Ballen. Die Hälfte des Strohs habe ich mit dem Ladewagen eingesammelt und ins Silo gekippt. Und die Ballen, die werden wir heute von Hand einsammeln, weil da habe ich richtig Lust drauf, zusammen mit eben dem Teleskoplader und dem Ladewagen. Da werde ich ein bisschen was ausprobieren, denn die ersten Erfahrungen habe ich ja damit gemacht. Und das werden wir auf jeden Fall heute tun. So, aber als erstes heißt, wie gesagt, erstmal ein bisschen Geld ausgeben, beziehungsweise auch erstmal hier Geld einnehmen, um dann noch ein bisschen mehr auszugeben. So, servus. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, Gewicht brauchen wir sowieso auch ein neues. So, dann hier den verkaufen. Was haben wir denn? 1500. Ja, für den Fendt nehmen wir natürlich ein schönes Fendtgewicht. So, verkaufen, verkaufen. Bingo. Und dann jetzt zum Händler hier gebraucht, den Fendt. Den nehmen wir, jetzt überlege ich gerade, hier unten natürlich mit 50 km/h. Wollen wir da gleich auf 209 PS. Jetzt gehen wir gleich mal auf 209 PS. Power Setting. Power Setting. Uiuiui. Keine Ahnung, was das heißt. Hm. Na, lassen wir mal Power Setting bei Standard. So, Reifenvariante nehmen wir auf jeden Fall Radgewichte. So, Dachdisplay. Weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das brauchen. Rundumleuchten natürlich. Eine reicht. So, Warntafel, Frontanbauteile, Designpaket. Oh, Chromauspuff. Oh, Chrom. Ah, könnten wir uns gönnen, oder?
Chromgrill. Naja, lassen wir mal so. So, Spiegel, Panoramakabine, das lassen wir, können wir alles immer noch mal machen. Frontzapfwelle, die werden wir wohl brauchen, nicht wahr? Frontladerbau brauchen wir nicht, Frontladeranbau. Aber die Hauptfarbe, die werden wir natürlich ändern. Ich bin jetzt überlegen, Fendgrün, klassisch hier. Dumm-di-dumm-di-dumm. Klassisch. Nehmen wir klassisch, oder? Nee, das andere hat mir irgendwie besser gefallen. Sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir noch Kennzeichen. So. Da kommt natürlich immer unser Standardkennzeichen hin. FR, SC und dann die 15. Okay, und das Teilchen, das kaufen wir uns jetzt. Jo, so kaufen wir uns den. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein ordentliches Fendgewicht. So, da unten. Quatsch. Hier, im Shop. So. Fend, Fend, Fend. Irgendwo habe ich doch tolle Fendgewichte. Fend 3000, Fend 1250, Fend 2500. Ja, das sollten wir uns schon gönnen, damit wir was Ordentliches haben. Augenblick, Design, Aufbau, Standard, Aufbau, sieht doch lustig aus. Okay, das nehmen wir, kaufen, ab die Post. Oh, habe ich jetzt zwei gekauft? Ei, nicht aufgepasst. Ah, den Bumper müssen wir auch noch mitnehmen. Stimmt, stimmt, stimmt. Den Bumper müssen wir auch noch mitnehmen. So. Okay, jetzt muss ich doch mal checken. Augenblick mal. So. So, kurz kontrolliert. Also ihr habt auf jeden Fall Ton. Ich weiß nicht, warum ich hier auf dem Monitor keinen Ton habe, aber ihr habt Ton. Hervorragend, das passt dann soweit. Okay, dann machen wir halt heute mal einen Stream ohne Ton. Ich höre mich zum Glück und ihr habt auch den Ton des Spiels. So, der Bumper, den haben wir dann für die Ballen. Ist das richtig rum? Ich glaube, das ist richtig rum. Den nehmen wir einfach mal mit. Der muss zum Hof und der passt so. Gut, und das Gewicht werden wir beim nächsten Mal verkaufen. Den haben wir nämlich das letzte Mal vergessen, den Bumper, als wir die Ballen entsprechend gewickelt haben. Hervorragend, das passt, bingo. So, da haben wir also unseren neuen schönen Fendt. Und damit geht es jetzt erstmal zum Hof. Und damit könnten wir ja dann auf jeden Fall mit der Presse später unterwegs sein, wenn wir das Ackergras ernten. So, wir könnten eigentlich jetzt auch wieder den Verkehr einschalten. Das wollte ich eigentlich vor dem Stream auch noch machen. Das machen wir dann, wenn wir vorne sind. Und dann geht es mit dem Glas, mit dem Teleskoplader aufs Feld. Und dann wollen wir mal anfangen, hier die Ballen einzusammeln. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, hintenrum. Da steht übrigens schon unser Topliner bereits. Den habe ich hier schon mal parat gestellt. Denn hier werden wir jetzt dann Ackergras danach hier noch ernten. Und das Schöne am Ackergras ist ja, wenn man das hier erntet, dass die Schwart im Prinzip gleich Heu ist. Und das machen wir dann zu Ballen. Und auch das wird dann in das Ballenlager gepackt. Das ja, so muss ich es einfach mal sagen, bei euch ja ein bisschen ja, auf Interesse gestoßen ist. Also das fand ich stark, hat mir gut gefallen. Also das Ballenlager kommt gut an. Auch auf der anderen Map habe ich ja ein Ballenlager installiert. Das ist allerdings so ein Standardballenlager, wo eben kein Gebäude drumherum ist. Aber da war dann auch Interesse da, eben im Mod-Hub natürlich runterzuladen. Ich spiele ja auf der PlayStation und deswegen habe ich eigentlich nur den Zugriff auf den klassischen Mod-Hub. Und da findet ihr eben unter Ballen Leerlager dann eben diese Standard
Ballenlager. So. Jetzt gehen wir rüber zum Waldra. So. Ah, der Anhänger ist noch dran. Und dann holen wir uns, wie gesagt, ups, den, oh, okay. Den Ballenanhänger. Und damit fahren wir schon mal zum Feld, wo ja die Strohballen sind. Und dann holen wir anschließend noch den Teleskoplader und dann geht's los. Achso, jetzt fällt mir gerade ein. Ich wollte ja den Verkehr noch einschalten. So, Verkehr haben wir hier. Verkehr an. Und dann werden wir... Oh, Charlie ist auch schon wieder unterwegs. Oh, Charlie, Charlie, Charlie. Lass den aber in Ruhe, den guten Mann, ja? Lass den in Ruhe. So, links ist frei. Da kommt auch schon wieder der Verkehr. Sehr schön, sehr schön. Ups. Ja, man muss immer ein bisschen ein Auge auf den Chat werfen. So, da sind unsere Ballen. Und da habe ich nämlich mal, oder will ich Folgendes mal ausprobieren, mal spaßeshalber, weil es war das letzte Mal nicht ganz so easy. Jedenfalls mit dem Göweil, mit dem Frontladeanbau für das Wickeln der Wickler. Das war jetzt nicht ganz so easy, weil das Problem natürlich ist, dass der die Ballen nicht direkt nebeneinander setzen kann. Deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Ich will mal spaßeshalber hier ein bisschen den auf den Berg sozusagen stellen, also in den Abhang. Und dann schauen wir mal. So, Augenblick. So, die sind jetzt weg, die Spanngurte. Den können wir ausschalten und dann holen wir uns den Glas. Und dann werden wir gleich loslegen, Ballen zu machen. Beziehungsweise einzusammeln. So. Ja, muss ich mal wieder umschalten. Das ist jetzt bei dem Mod ein bisschen, weil der halt die Option hat, dass man auch die Fenstertüren und so weiter öffnen kann. Muss man immer ein bisschen aufpassen, wo man sich eigentlich gerade befindet. So, Rundumkennleuchte. Eins. Geht es jetzt wieder hoch runter? Ja. So, links ist wieder frei. Charlie hier noch in der Gegend? Nein, Charlie ist wieder weg. Jupp. Links ist frei. So. So, und bevor es losgeht, nehme ich noch mal einen Schluck aus der Kaffeetasse, damit wir auch hier richtig wach sind. Interessant ist ja auch wirklich, dass hier das Gras hier um die Felder herum auch Fruchtzerstörung hat. Ne? Da sieht man also die Fahrspuren, wenn man durchfährt. Finde ich irgendwie auch cool gemacht hier von dem Otter. Zip. So, jetzt schauen wir mal. Das Schöne ist ja, wir können eigentlich immer zwei Ballen auf einmal aufpieksen. Okay. Ja, den müssen wir ein bisschen hochheben, sonst geht's nicht. Sonst können wir nicht lenken. Na, kommt der runter? Ja, komm, komm, komm. So, dann probieren wir mal unser Glück. Also die Idee ist halt, die Ballen hier reinzulegen und dann hoffentlich rollen die dann ein bisschen runter. Ich meine, dafür sind sie ja Rundballen, ne? Naja, tun sie wohl nicht so richtig. Okay.
Schauen wir mal, dass wir den ein bisschen nach hinten schieben. Ah, nicht einpieksen. So. Na. Okay, da bewegt er sich. Und dann müssen wir das hier wieder einfahren. Gut, dann werden wir mal versuchen, hier die Ballen alle aufzusammeln. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die Ballen so aufspießen, dass sie doch sich ein bisschen bewegen können. So, und Umkettleuchte können wir auch wieder ein bisschen ausmachen, ne? Also ein bisschen heißt ganz. Okay. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Ballen hier rechts davon einsetzen. Dann die Teile hier runterrollen oder nicht. Okay, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt, dass sie sich ein bisschen sortieren, aber ideal ist das jetzt nicht. Dann müssen wir, glaube ich, von der anderen Seite nochmal ein bisschen ranschieben. Wunderbar. Jo, da gehen wir mal auf die andere Seite. Versuchen wir die Ballen wieder. Weil normalerweise müssen da mindestens zwei nebeneinander. Zwei rein. Okay. Ja, stößt links an. Ja, so richtig schieben ist hier nicht drin, ne? Das wollen die nicht so richtig. Ups, jetzt aber. Okay, jetzt ein bisschen runter und... Ja. So ungefähr. Sehr schön. Ja, ist ein bisschen Tüftlerei. Das wird sich ein bisschen... Das braucht ein bisschen, aber wir haben ja extra auch mit Absicht kein Autoload gemacht, damit wir auch hier mal ein bisschen was zu tun bekommen. So, aber jetzt nehme ich mal einen Ballen, dass wir den nochmal platzieren. So, hier zwischen rein. Dann hoffe ich, rollt er ein bisschen runter. Ja, nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe. Kann man den noch runterdrücken? Naja, noch schlimmer. Oh, nee, komm. Naja, also einen Schönheitspreis werden wir da wohl nicht dafür bekommen, so wie das aussieht. Und ob das Ganze dann auch verkehrssicher ist, wenn wir damit lostigern, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, dann schnappen wir uns den da noch. Wie viele Ballen sind es denn eigentlich? Die müsste man doch alle auf einen Wagen kriegen, oder? So. Na, jetzt machen wir das mal lieber einzeln immer. Ich muss hier mal kurz ein bisschen Fenster verschieben. Okay. So passt es wieder. Sehr schön. Ich spekuliere immer ein bisschen darauf, dass die sich hier bewegen und dann so ein bisschen sortieren die Ballen. Aber das tun sie leider nicht. Das tun sie leider nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe.
aber dazu machen wir das Ganze ja, um ein bisschen hier zu erfahren und Erfahrung zu sammeln und auch für die Zukunft, um zu sehen, wie das Ganze hier dann funktioniert, ob das dann irgendwie besser geht. Jetzt müsste ich den Ball wieder ein bisschen da reindrücken, wenn das irgendwie geht. Schwuppdiwupp und komm. Okay. Okay. Ja, das ist alles eine knappe Nummer. Die Ballen passen da gerade so rein. Aber wir haben hier nur noch 3 Stück. So, den knallen wir mal hier hin. Ja, ich glaube, das funktioniert leider überhaupt nicht. Dann werden wir den dahin pflanzen. Okay. Wir haben ja zum Glück Spanngurte hier an dem Wagen. Das heißt, dann können wir auf jeden Fall die Ballen vernünftig hier transportieren. So, jetzt auf die andere Seite. Ah! Ach nee. Okay. Ja, ich liebe diese Teleskoplader. Die sind halt einfach handlich. Mit denen kann man wenigstens ein bisschen rangieren. Also mit dem Frontlader ist das so eine Sache. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, wie greift er den. Da greift er nicht. Ist natürlich auch von der Lenkung etwas einfacher. Ja, er rollt, er rollt. Okay. Das erinnert mich alles so ein bisschen. Ich glaube, das war das erste Update für den LS22, wo es danach so unheimliche Probleme mit den Paletten gab, dass die dann alle so ein bisschen wild durch die Gegend und gezittert und gemacht haben. So, und irgendwie will er den Ballen hier jetzt auch nicht drauf lassen. Komm, komm. So. Wir haben doch nur noch einen, oder? Ja. Also komm, mach schon. So ist gut. Oh ja, das ist echt eine wilde, wilde Nummer hier mit diesen Ballen. Hervorragend. Aber wie gesagt, mir gefällt es einfach mit dem Ballenlager so gut und deswegen will ich hier unbedingt ein paar Ballen machen. Wir könnten uns das Leben natürlich einfacher machen, dadurch, dass wir das Fermenter-Silo auf dem Hof haben und könnten dort auch einfach alles einwerfen. Aber ich finde das jetzt irgendwie mit diesem Ballenlager, finde ich irgendwie cool, das macht mir Spaß. Und wie gesagt, so haben wir wenigstens auch mal ein bisschen Arbeit. Im Moment ist es ja so, dass der Hof jetzt nicht eine abendfüllende Geschichte ist. Ach shit, jetzt sind wir hier eingestochen. Das ist natürlich gar nicht... Ups. Erstmal so. Und deswegen müssen wir uns auch, glaube ich, ein bisschen Arbeit machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der jetzt hinwackelt. Oh, schnell rüber. Zack. Und Spanngurte. Sehr schön. Ich denke, so ist es einigermaßen safe. Wie sieht's aus? Haben wir da noch irgendwelche Ballen? Nein, da sind keine mehr. Wir haben alle Ballen eingeladen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der hier mit dem Helfer zum Hof kommt. Okay. Normalerweise eben nur bis hierher in die Straße. Jo. Das heißt, wir können hinterherfahren. Jetzt bin ich gespannt, ob der auch wirklich da auf die Straße kommt. Wo fährt denn der lang? Der fährt da raus. Das ist sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Wie sieht's aus? Kommt da jemand? Da kommt nichts. Dann können wir hinterher.
So, 40 km/h, da glaube ich, der Kollege da vorne. Das heißt, da kommen wir gerade natürlich so mit. Ja, so haben wir wenigstens auf der PS ein bisschen Helferunterstützung. Das ist natürlich auch so ein Thema ja für das, ich sag mal, für den nächsten LS, ob das jetzt ein 24er ist oder 25er, das werden wir ja dann sehen. Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, den einige ja schon in ihren unsere 10 Tipps oder unsere 10 Wünsche für den nächsten LS reingeschrieben haben, ist natürlich die Helferunterstützung und natürlich noch mehr. Ja, was macht er? Wo will er hin? Ich glaube, jetzt übernehme ich hier. Das scheint mir nicht ganz so zu funktionieren. Ist die Helferunterstützung natürlich, ob das jetzt eben so ein Cosplay oder sowas ähnliches ist, also bei der Ernte oder zumindest eben, wenn hier die Fahrzeuge unterwegs sind. Das wäre natürlich auch gerade für die Konsolen eine echte Hilfe, denn ich meine, hier geht es ja einigermaßen, aber wenn wir natürlich so an unser Big Farm-Projekt denken. Und wir wollen dann mit mehreren Dreschern oder ähnliches dann arbeiten, haben große, große Felder. Dann wäre es natürlich schön, hätten wir da noch ein bisschen mehr Helferunterstützung, wie eben auf dem PC. So, jetzt bringen wir das hier zu unserem. Da müssen wir immer hier ein bisschen aufpassen. Wir bleiben da sehr häufig hier an diesem Zaun hängen. So, wir bringen das Ganze jetzt zu unserem Ballenlager und es müsste ja sich hier dup, 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 dup schnappen und dann müssten die Ballen da drin auch aufpoppen. Ja, das sieht doch jetzt richtig schick aus. Schick und toll. Okay, dann werden wir jetzt zum nächsten Punkt gehen. Und das für den heutigen Tag geplant ist natürlich hier das Ernten hier des Ackergrases. Das soll jetzt runter und dann machen wir nämlich da automatisch auch gleich Heu. Das ist eine feine Sache eigentlich, muss man so sagen. So, wir tun unseren Topliner ausfahren. Und schnappen unser Schneidwerk. Auch hier muss ich sagen, so schön auch der Topliner ist, aber wir werden uns da Gedanken machen, ob wir da nicht dann doch mal ein bisschen ein leistungsstärkeres Fahrzeug, weil auch mit 20 km/h tuckert der auch ein bisschen hier durch die Gegend natürlich. Aber das ist so ein Thema vielleicht fürs nächste Jahr, wenn wir wieder gut. Ah, das will ich euch dann später auch zeigen. Da war ich nämlich dann auch ein kleines bisschen überrascht. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Strohablage ist eingeschaltet. Wo wir unsere Bäumchen gepflanzt haben, da hat sich nämlich was getan. Das werde ich euch später dann auch zeigen. Also ich war ja lange Zeit ein bisschen skeptisch, weil da immer nur die Setzlinge zu sehen waren. Aber jetzt fangen doch die Bäumchen an, da zu schießen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir bis zum Winter wieder fertige Bäume haben, die wir dann wieder in dem Teil Forstwirtschaft dann eben entsprechend ernten können. Dann kommt auch wieder richtig Geld natürlich. Also das hat ja richtig Kohle gebracht hier auf dieser Map. Das Thema mit den Hackschnitzeln. Definitiv. So, ich schicke jetzt einfach mal den Helfer los und dann schauen wir uns das mal an. Da müssen wir hin. Zack, Bingo und guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Ich habe die ganze Zeit war ich skeptisch, weil immer nur die Setzlinge waren. Und entweder habe ich da irgendwas zwischendrin verpasst. Auf jeden Fall. Jetzt sind hier die Dinger 11 Meter hoch. Okay, also richtig, richtig. Also es tut sich was. Es tut sich was. Der Wald hier, der entsteht, der wächst. Und da haben wir dann mit Sicherheit auch wieder richtig schön zu ernten dann im Winter. Eventuell, wenn eben auch Schnee liegt und können dann eben hier das Zeug dann wieder in unsere Hackschnitzelmaschine reinwerfen und dann richtig Kohle machen. Also das war fast 1 Million, die wir da gemacht haben und das wird uns natürlich gut nach vorne bringen, um, jetzt überlege ich gerade, um uns natürlich dann wieder entsprechende Gerätschaften, Felder und ähnliches zu kaufen, denn perspektivisch, klar, werden wir uns noch ein paar Felder anschaffen, um eben hier noch ein bisschen mehr vorwärts zu kommen und natürlich den Hof auch zu erweitern. Ja, ich habe da noch ein paar gute Ideen. Ja, gut, das wird sich dann noch zeigen. Aber ich habe hier ein paar Ideen, nämlich zum Beispiel da hinten natürlich, da wo ist das Grasfeld jetzt auch gedeiht. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal den Hof erweitern. Und was wir ja natürlich auch machen müssen, früher oder später, Produktionen kaufen. Ja, hier denke ich, da können wir mit Schafen und in die Wolleproduktion dann einsteigen. So, jetzt holen wir erstmal unseren Fendt.
Und der, ja, soll, ich überlege jetzt gerade, wir machen auf jeden Fall ein paar Heuballen. Vielleicht nicht ganz so viele. So, zack. Und unser Göweil, die Ballenpresse. Rundballenpresse, die haben wir hier stehen. So, und dann können wir nämlich jetzt endlich mal hier mit dem Fendt hier übers Feld rasen. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil, alldeweil, wir fahren ja jetzt berghoch und runter mit unserem Drescher. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Ballen dann runterrollen oder nicht. Ah, war das jetzt clever? Doch, wir kommen vorbei, oder? Wir kommen vorbei. So. Nee, da gibt es gar nichts zum Ausklappen. Stimmt. So, ich bin nur am Überlegen, sollen wir die automatische anschalten? Ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Was macht unser Drescher? Der ist bei 36. Da braucht man einen Abfahrer, ne? Da brauchen wir einen Abfahrer. Ich würde sagen, wir lassen den jetzt erstmal hier stehen. Und holen uns... Ah, jetzt Augenblick, 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 kommt da der Drescher vorbei. Ja, wir fahren mal ein bisschen weg, damit der Drescher mehr Platz hat. Zum Wenden. Ah, so wendet er. Okay. So, dann lasst uns loslegen. Dann die Maschine eingeschaltet. Und dann fahren wir hier mal Heuballen. Sehr gut. So, 69. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Jetzt wird er nämlich gleich das Ding auswerfen. Da. Und wo wird er uns den Ballen... Ah, der lässt ihn liegen. Okay, okay, okay. Okay, ich hätte jetzt echt vermutet, dass der uns hier den Berg runterrollt. So, wie gesagt, ich habe ja keinen Ton auf den Kopfhörern. Jedenfalls keinen Game Sound. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht warum. Das macht es natürlich ein bisschen komplizierter, weil ich jetzt auch nicht höre, wann es piepst mit dem Ballen. So. Dann einmal hier rum, bitte. Mit dem schönen Fendt-Frontgewicht hier, mit dem Abschleppseil. Ich glaube, das Gute ist auch ein bisschen hier mit dem Göweil, die haben eine relativ breite Einzug. Also da kann man schon ein bisschen weit an der Schwart vorbeifahren und dann nimmt es trotzdem auf. Also das ist wirklich auch sehr, sehr gut. So, okay. Ja, kriegen wir den ein bisschen geschoben? Ja. Ballen bleibt liegen. Naja, also gut, da können wir uns nicht beschweren. Das funktioniert dann. Ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen ungewöhnlich. Aber jetzt würde man vielleicht sagen, wenn der nicht ganz so fest gepresst ist und lockerer ist, dann drückt er sich halt auch ein bisschen ein, kriegt eine größere Stellfläche oder Lagefläche und deswegen rollt er eben vielleicht nicht runter. Ne? Ist ja auch keine so ganz so großen Ballen. 125 cm, glaube ich, macht er nur. Und somit scheint das zu funktionieren, dass uns die Ballen hier nicht den Berg runterrennen und in den Kuhstall bzw. auf die Kuhweide. So, wie weit ist denn der Drescher? Müssen wir den jetzt langsam abtanken? Ich habe da oben rechts noch nichts gesehen. Dass er sich gemeldet hätte. Ich glaube, eine Rundumkennleuchte hat er eine Rundum. Ja, ich glaube, oder? Der hat eine Rundumkennleuchte. Aber die ist noch nicht an. Die geht ja in der Regel bei 80% an. So. Wir werden mal ganz kurz reinschauen. 76. Also, das heißt, er kann auf jeden Fall nochmal hochfahren. Gut. Oh,
Shit. Genau das meinte ich. Das habe ich hier tatsächlich verpennt. Weil ich eben kein Tuten höre. Ja, wie sagt man so schön? Es ist eben live. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie wir jetzt hier am besten um die Kurve rumkommen. Wir hätten vielleicht oben auch ein kleines Vorgewende fahren sollen. So. Wir haben jetzt 6, machen wir 10 Stück. Und den Rest machen wir dann ins Silo mit dem Ladewagen. Huch, stopp. Beinahe wieder verpennt. So, so, unser Topliner. Da ist er unterwegs. Na, hat uns auf jeden Fall auch schon viele, viele gute Dienste gemacht. Und da haben wir es wieder verpennt. Oh ja, der bewegt sich jetzt. Okay, mal ein bisschen nach unten gucken. So. Okay, einen Ball machen wir noch. Kommen wir da rum? Da kommen wir rum sehr gut mit dem neuen Fendt. Oh ja, der Ballen, der kommt jetzt hier runter. Das ist interessant. Der Ballen kommt jetzt hier runter. Bleibt er liegen? Jo. So, er ist da oben jetzt auch soweit. 3, 6, 9, genau noch einen. Und dann werden wir den hier abladen, beziehungsweise abtanken. So. Okay. 10 Ballen sollen reichen fürs Lager, weil ich glaube, wir haben ja auch nur 150. Also 150 Ballen Kapazität hat das Ballenlager. Und da müssen wir natürlich dann auch ein bisschen aufpassen. So, dann bringen wir den jetzt erstmal wieder unters Schleppdach. Und dann holen wir den. Obwohl, dann können wir eigentlich auch mit dem hier natürlich den Abfahrer machen. Das ist ganz klar. Jo. Dann bleibt das andere Gespann einfach bestehen mit dem Valtra. Komm, pack den rein. Sehr schön. So, ist denn Charlie in der Nähe? Sieht nicht so aus. So, da können wir durch. Da ist unser Kipper. So, jetzt steht natürlich hier der Kollege Waldra ein bisschen im Wege. So, ein kleines bisschen zurückfahren. Und dann geht's mit dem Fendt wieder hoch. Und dann werden wir hier unseren Topliner erstmal abtanken mit dem Ackergras. Und das Gute ist eben, das Ackergras können wir auch benutzen, um unsere Hühner damit zu füttern. Müssen wir also nicht nur Getreide und Weizen reinwerfen, sondern wir können auch das Ackergras reinwerfen. Und natürlich dann gewinnbringend verkaufen beim Händler unseres Vertrauens. Und ich auch glaube, auch da ist der beste Preis natürlich gegen Ende des Jahres, wenn ich richtig weiß. So, einmal abtanken bitte. Schauen wir mal. So, Ackergras. Wo kommt denn Ackergras?
Stroh. Wir haben doch welches im Lager. Da haben wir doch Ackergras. Und wann ist der beste Zeitpunkt? Oh, September. Im September. 894, 767 sind wir im Moment. Okay, okay, okay. So, dann stellen wir den Kollegen erstmal ein bisschen hier zur Seite. Und dann werden wir schon mal anfangen hier. Augenblick. Ich habe Spanngurte lösen. Und dann werden wir den auch erstmal wieder hier ins Feld stellen und schon mal anfangen, hier die ersten Ballen einzusammeln. Ich denke, das Beste wird sein, hier mittig reinzustellen. So, eventuell hier. Okay. Dann holen wir mal unseren Skorpion. Und dann werden wir auch hier anfangen, die ersten Ballen reinzunehmen. Mal schauen, da haben wir jetzt ein bisschen eine größere Neigung, ob das da jetzt besser funktioniert. So, ich will hier dann auch gleich mal versuchen, zwei Ballen zu schnappen. Weil im Moment ist es ja so, da haben wir ja viel Platz auf dem Wagen. Dann können wir eigentlich auch zwei Ballen schnappen. So, einmal. Okay. Na, passt das? Ja. Oh, ja, ja, okay. Der fällt auch runter. Ah, jetzt liegt er schon wieder so scheps. Naja, ist also wie gesagt immer ein bisschen schwierig. Aber ich sehe jetzt auch schon wieder, hier die Rehlein sind auch schon wieder da. Ist klar. Nee, Freunde. So, dann schnappen wir uns mal die zwei da ganz da oben. Und den Rest, was an Ackergras rumliegt, das, Quatsch, an Heu, das werden wir dann mit dem Ladewagen einsammeln. So. Nehmen wir aber dann den kleinen, weil wir haben ja im Moment zwei Ladewagen. Wir haben uns ja auch noch einen größeren geleistet. So. Aber hier für die Berggeschichte nehmen wir... jetzt passt das wieder nicht. Das ist aber auch wirklich hier Millimeterarbeit. Okay. So. Ja, wie gesagt, wir kriegen hier höchstwahrscheinlich die Ballen einfach nicht gerade drauf. Das ist immer so eine Schepsarbeit. Also zumindest, wenn wir es immer mit zwei Ballen machen. Okay. Ja, ja, die rollen jetzt doch hier ein bisschen. Ja, sehr schön, sehr schön. Und pack. Oh, was macht er? Was macht er? Warum nimmt er nicht? Warum nimmt er ihn nicht richtig? Weil er wegen zwei, oder? So, ein bisschen runter. Ah, schon wieder hängen. Bleibt er schon wieder hängen? So.
Dann packen wir die jetzt gleich wieder oben drauf, in der Hoffnung, dass er sich dann ein bisschen auseinanderdrückt. Zum Glück haben wir ja hier die Spanngurte. Naja, okay, so bleiben sie ja relativ stabil liegen. Jetzt bin ich noch gerade überlegen. Ja, wir werden jetzt einen einzelnen Ballen da noch reinwerfen. So, von links. Ob der dann da runterrollt. Okay. Ja, irgendwie muss er natürlich sich fest, damit er... ja. Ja, den Gefallen macht er mir nicht. Der rutscht da nicht richtig runter. Okay. Nee, macht er nicht. Das hatten wir auch schon mal versucht, den jetzt hier so ein bisschen runter zu drücken, ne? Na, 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 na. Ja, da fällt gleich der ganze Wagen um. Okay, will er nicht. Dann müssen wir schauen, wie wir das jetzt machen. Jetzt müssen wir dann doch hier den Trecker ein bisschen umstellen, ne? Damit wir jetzt von der anderen Seite rankommen. Na, vielleicht rollt er jetzt dann auch die Ballen ein bisschen gerade, wenn es hier wackelt. Okay. Was spricht unser Drescher? Noch spricht er nichts. Scheint also noch nicht voll zu sein. So, kriegen wir die jetzt da rein? Ja, noch ein bisschen. Okay. Und jetzt greift er, den kann er ablegen. Sehr schön. Jetzt haben wir... Ah, 80%. Jetzt meldet sich der Drescher. Das heißt, wir müssen den gleich wieder abtanken. Jetzt haben wir da unten noch einen Ball, wenn ich richtig sehe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Das passt soweit. Aber jetzt sehe ich gerade, er wendet. Der Drescher wendet. Ja. Hätten wir früher runterfahren sollen, um ihn abzutanken. Da wird er jetzt auf der falschen Seite höchstwahrscheinlich stehen bleiben. Naja. Sei es drum. Der letzte Ballen, oder? Oh, na, na, na. Das ist der, der vorhin auch ein bisschen weggerollt ist, ne? So, aber ich hab dich. So, ich sehe keine weiteren Ballen. Wie gesagt, dann haben wir 10 Stück hier Heuballen auch noch ins Lager. Und den Rest holen wir jetzt dann mit dem Lamborghini und mit dem Ladewagen. Und packen das Ganze dann ins Silo, ins Fermenter-Silo. Können wir uns Gedanken machen, ob wir daraus Silage machen oder nicht. Ja, okay, das passt so. Dann wieder schnell hier rein. Motor an. Und die Spanngurte. So, stopp. Okay, ich sehe gerade. Er kann abgetankt werden. Das machen wir jetzt gleich. So, dann bringen wir den erstmal hier in Position. Ja.
Jedes Mal kann man hier diese Aussicht genießen. Also wie gesagt, eine hervorragende Map, ganz, ganz toll. Also wer in die Richtung Berge möchte und ebenso, ich sage mal, kleine bis mittlere Felder und Maschinen auch nutzen möchte, so wie wir hier, dann ist er auf jeden Fall mit dieser Map Neu-Mini-Brunn bestens versorgt und kann dort spielen. Also ich finde die Map hervorragend und ich habe es auch, glaube ich, letztens in unserem anderen Projekt Big Farm, habe ich es auch schon mal erwähnt, dass ja der gute Paddy ja immer diese Maps sich ansieht und der hat wirklich gesagt, dass das eine Top-Map ist von Top Ace, ich glaube, oder? Jo, von Top Ace. Und dass man die auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Die ist super verarbeitet und da kamen ja auch in der Zwischenzeit einige Updates wieder raus. Also da wird auch weiter dran gearbeitet. Und das finde ich also hervorragend. Hervorragend, absolut. Muss man so einfach sagen, eine Spitzenmap. Klein, schnuckelig, handlich. Habe ich jetzt hier den Wagen? Nee, habe ich nicht. Daumen hoch. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Und ich glaube, nach dem, was ich bis jetzt so von euch gehört habe, geht es euch genauso. Ihr findet die Map auch hervorragend. Das freut mich. Und deswegen werden wir auch dieses Projekt richtig lange, lange spielen, bin ich mir sicher. So. Gucke gerade. Ja, Verbindung ist hervorragend. Streamzustand hervorragend. Sehr gut. Also ich glaube mal, dass Bild und Ton kommen bei euch gut an. Von der Qualität und allem, das sollte doch hoffentlich passen. So. Dann bringen wir den hier nochmal so in Position. Weil der Drescher... Ah, der ist tatsächlich leer. Okay. So. Und dann lassen wir den Helfer hier wieder arbeiten. Wir wollten in der Zwischenzeit die Ballen wegbringen. War da nicht gerade noch ein Reh? Ja, ist verschwunden. Okay. So, jetzt steht hier, das Feld ja schon richtig voll mit Geräten. So, und jetzt hier wieder die Heuballen ins Ballenlager, was wie gesagt auch vom Modder dieser Map, glaube ich, angepasst wurde. Und auch das hervorragend, super gemacht. Toll. Also, ganz, ganz toll. So, Spanngurte können wir gleich mal wegmachen. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Dann bringen wir den Kollegen erstmal weg. So, ich glaube, den hatten wir neben dem Ladewagen. Ja, da kriegen wir den rein und da haben wir unsere zwei Ladewagen und den großen nehmen wir nicht. Wir nehmen jetzt erstmal den kleineren. Dann könnten wir eigentlich auch den Walter dazu nehmen. Der müsste eigentlich stark genug sein. So. Dann schauen wir mal, da haben wir unsere Silagepalette. Ups. Wie sieht's aus? Ja, hat genug Siliermittel. Silagepalette. Siliermittel. Für den Pöttinger Faro. So. Dann legen wir hier mal los. Sehr gut. Und der müsste doch eigentlich reichen, hat 200 PS. Der müsste auf jeden Fall mit dem kleinen Ladewagen hier den Berg hochkommen. So, unser Topliner ist fertig. Also die Saison werden wir ihn auf jeden Fall nochmal einsetzen, um alle unsere Felder abzuarbeiten. Und ich bin mir auch sicher, es wird mit Sicherheit, ja, ich bin mir sicher mit Sicherheit, dass es auch einige Aufträge geben wird, wo wir uns dann nochmal ein bisschen, ja, Meriten hier verdienen können. Ach, da hat er jetzt gar nicht fertig gemacht, er hat viel zu früh. Okay, da müssen wir nochmal ein bisschen Hand anlegen. Wenn er sagt, dass er fertig ist, dann bin ich der Meinung, nein, er ist nicht fertig, Herr lieber Helfer. Da müssen wir nochmal ran, ne? So, aber wir schauen mal, dass wir das jetzt ordentlich auch aufräumen. Deswegen, bevor wir hier jetzt weitermachen, jetzt fahren wir hier einmal um die Kurve. Und dann stellen wir den Kollegen erstmal dahin.
So, Topliner Motor an. Dann werden wir das restliche Material hier auch noch einsammeln. Ah, servus Melle. Freut mich, dass du es geschafft hast zum Livestream. Grüße dich. Dir auch einen schönen guten Abend. So, ganz kurze Zusammenfassung. Was hast du eventuell verpasst? Wir haben uns einen Fendt gekauft, wie du hier vielleicht sehen kannst. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Hier, wir haben einen Valtra abgestoßen und diesen Fendt beim Gebrauchtwarenhändler mit einem schönen Fendt Gewicht, Frontgewicht gekauft. Also das haben wir jetzt erstmal gemacht und wir haben schon die Strohballen vom Feld Nummer 6, die haben wir schon mal eingeladen, eingesammelt. Und jetzt sind wir, wie wir geschrieben haben, ja in der Beschreibung dabei, hier das Ackergras einzusammeln. Denn der Vorteil ist ja, du siehst es hinten dran, er wirft ja gleich Heu aus. Da sparen wir uns nämlich das ganze Theater mit Wender, Schwader und dem ganzen Drum und Dran. Das finde ich hervorragend. Also, wollt ihr euch die Arbeit ersparen, dann einfach Ackergras ansehen. Das ist hier eine Frucht, die ist auch, ja, die hier speziell auf der, was heißt speziell, also die ist hier extra zusätzlich auf dieser Map und das bietet sich wirklich hervorragend an. Ackergras kann man dann eben auch dann verkaufen und das Ackergras kann man den Hühnern zum Verfüttern geben noch zusätzlich. Also, das macht die Sache doch ein bisschen einfacher, wenn man eben am Anfang gerade mal nicht unbedingt die Geräte noch kaufen will, wie eben ein Schwad und ein Wender, sondern dann macht er hier nämlich bei der Ernte gleich die Heuschwad, die wir dann eben brauchen. Das Heu brauchen wir ja dann zum Beispiel auch für unsere Kühe, um die Mischration, um das Mischfutter eben für die Kühe zu machen, für unseren Futtermischer. So. Bingo. So, da steht er, unser schöner Fendt. Da hatten wir ein bisschen Glück im Shop. Der hat uns gerade mal... Ja gut, wir haben den noch ein bisschen aufgerüstet, noch ein bisschen gepimpt hier mit Gewichten und so weiter. Hat er uns knapp 100.000 gekostet. So, wir klappen das Ganze ein und bringen jetzt erstmal das Schneidwerk weg. Denn wir haben ja mittlerweile eine schöne neue Halle, wo wir dann extra unseren Drescher reinstellen werden. Und das habe ich jetzt auch schon kurz erwähnt. Also auch hier perspektivisch wird der Deutz hier vermutlich nur noch dieses Jahr am Start sein. Und für nächstes Jahr würde ich gerne... Ups, das war nichts, oder? Wirft das? Ah, doch, er wirft es hoch. Und für nächstes Jahr werden wir dann höchstwahrscheinlich uns einen Drescher, der natürlich auch ein bisschen schneller unterwegs ist, der fährt ja nur 20 km/h und der natürlich dann auch ein, ja, logischerweise ein paar PS mehr hat, damit er auch in den Bergen besser hochkommt und mit dem wir dann noch mehr Aufträge annehmen können mit einer etwas größeren Breite, mit einem etwas größeren Schneidwerk. Aber wir müssen ja hier ein bisschen aufpassen. Also ich glaube 7,50 Meter, 7,80 Meter oder so, das sollte das Maximale sein, was man hier auf dieser Map so hat, weil sonst wird es echt schwierig. So, das letzte Mal bin ich links reingefahren oder habe links eingeparkt und das hat dazu geführt, dass wir nicht mehr aus dem Drescher rauskamen. So, da haben wir uns nämlich irgendwie dann in der Wand festgeglitscht. So, das machen wir jetzt auf der rechten Seite, stellen den hier her. Ja, ich weiß, der müsste eigentlich geputzt werden, aber das machen wir dann das nächste Mal, weil es steht ja noch jede Menge andere Ernten an hier auf dieser Map. Und dann werden wir jetzt mal ein Auge zudrücken. Dafür glänzt ja hier der Fendt noch richtig schön mit Chrom, Gitter und so weiter. So, kurze Frage nochmal. Ton ist da. Spiele-Sound ist da, weil ich habe nämlich, wie gesagt, ein bisschen das Problem, dass mein Monitoring gerade nicht funktioniert. Ich höre gar nichts vom Spiel. Aber ich hoffe, bei euch kommt es an. Jedenfalls nach dem, was ich hier zwischengesehen und die Ausschläge zeigen ja eigentlich an, es müsste bei euch alles ankommen. Bild und Ton hoffentlich gut. So, dann hier das Ackergras ins Silo. Und dann werden wir weiter Heu einsammeln.
So, mal zwischendurch einen Schluck Kaffee. Ja, parken wir den gleich ein. Naja, was aufgeräumt ist, ist aufgeräumt. Ich glaube, den Kipper brauchen wir im Moment nicht mehr. So, was steht noch an? Wir machen jetzt erstmal das Feld hier fertig mit dem Ackergras. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich Besuch bekommen von meinem PV-Photovoltaikanlagenhändler. Und dann werden wir uns mal Gedanken machen, ob wir ein paar Dächer mit PV-Anlagen ausstatten. Weil da habe ich nämlich auch eine schöne Mod runtergeladen. Und das bringt uns ein bisschen Geld. Und wir sehen es ja, Dächer haben wir eigentlich jede Menge. Und die können wir entsprechend ausstatten. So, Achtung, hier wollte ich eigentlich hin. Und ja, will er nicht. Der Schweinestall, man sieht es hier rechts, der hat ja auch schon eine PV-Anlage, bringt auch ein bisschen Geld. So, und da ist er. Dann machen wir mal hier weiter. So, Ladewagen einschalten. Ach, wir müssten noch den Glas wegräumen. Jo. Ja, das war wie gesagt vorhin ein bisschen ein Problem, weil ich ja eben keinen Ingame-Sound habe. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, wenn die Ballen, beziehungsweise wenn der Göweil, der Rundballen, die Rundballenpresse, wenn die nämlich soweit war, habe ich dann als nicht mitbekommen, wenn er dann getutet hat. Deswegen gibt es ja jetzt die eine oder andere Stelle, wo eben noch Material zwischenliegt. Aber mit dem Ladewagen ja kein Problem, da fahren wir die Stellen dann auch ab und dann haben wir das Material dann auch im Silo. Sehr schön. So, 98, 99 und weg. Ein Glas vorbei zum Fermentersilo. So, Bambi ist dann auch wieder unterwegs. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da müssen wir hin. So, wir schauen mal ganz kurz rein, was wir denn an Material drin haben. Da, da, da. So, das Gras wird zu Silage verarbeitet. Da haben wir jede Menge Silage. Das können wir dann auch entsprechend verkaufen. Heu haben wir ja eigentlich auch jede Menge. Und Stroh, naja, okay. Aber wie gesagt, wir brauchen das Material ja nicht, weil wir das alles jetzt als Rundballen, als Ballen im Lager haben. Und dann werden wir nämlich die Ballen auch verwenden, um hier klassisch sozusagen unseren Futterwischmagen zu bestücken. So, los geht's. Tempomat rein und dann hier wieder den Hang hoch. Das macht er eigentlich ganz, ganz gut. Was hat er um die etwas 200 PS meines Wissens, der Valtra? Also mit dem kleinen hier, mit dem kleinen Pöttinger kommt der sehr gut zurecht, auch eben hier an der Hanglage. Und ich kann es immer nur wiederholen. Es sieht einfach cool aus. Die Map ist einfach stark. Das macht richtig Spaß. Und wir werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen hier von diesem DLC mit den entsprechenden Gras- und Strohmaschinen, werden wir auf jeden Fall die auch nochmal einsetzen. Da habe ich so richtig Lust. Ich glaube, da gibt es irgendwie so ein 2-Meter-Meer, wo man dann drauf sitzt oder so ähnlich und dann durch die Gegend fährt. Also da gibt es noch ein paar Gerätschaften, die wir hier hervorragend auf der Map natürlich mal ausprobieren können. So, 173. 1000 Euro haben wir hier noch auf der hohen Kante. Das heißt, wir können auf jeden Fall agieren. Sollte wieder etwas Interessantes beim Gebrauchtwarenhändler dann aufpoppen. Wie gesagt, mit dem Fendt haben wir ja schon zugeschlagen. Jo, weil wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, irgendwie noch ein Gerät für die Forstwirtschaft. Ich habe es vorhin schon gezeigt. Unsere Bäume, die ich gepflanzt habe, die wachsen richtig schön. Die wachsen, wachsen, wachsen. Da tut sich jetzt was.
Ich habe ja lange Zeit gedacht, die Dinger kommen ja überhaupt nicht in die Puschen. Habe auch, wie gesagt, schon lange, lange keine Forstwirtschaft mehr gemacht, sodass ich also dieses Gefühl gar nicht mehr habe, wie lange man da braucht. Aber die Bäume, die Fichten meines Wissens, die wir da gepflanzt haben, die sind jetzt am Wachsen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da diesen Winter die auch schon ernten können. Dann kommt nämlich auch wieder richtig Kohle rein. So. Sind wir auch schon wieder bei 88, 90%. Und 100. Ja, da liegt auch noch was rum, das müssen wir uns auch noch schnappen. Ja, ich glaube, seit wir hier jetzt ein bisschen was erweitert haben, ein bisschen was gebaut haben, wirkt der Hof gleich nochmal ein Stückel besser. Interessanter. So. Hervorragend. Kurz zurückgesetzt und dann kommen wir hier vorbei. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt mit der nächsten Fuhre alles hier vom Feld bekommen. Aber ich wollte auf jeden Fall erstmal hier auf der rechten Seite das Material noch einsammeln. Ach so, ja, das sind ja nur noch zwei Bahnen. Ja, man soll nichts verkommen lassen. Jetzt müssen wir erstmal hier den Glas mal aus dem Weg räumen. Steht jetzt hier ein bisschen im Weg herum. So, Motor ist auch noch an. Sehr schön, sehr schön. Ein Teleskoplader ist halt einfach das Schweizer Taschenmesser auf dem Hof. Damit hat man echte Optionen. Und dann braucht man eben keine Trecker mehr, keine Schlepper mehr mit Frontlader. So, den lassen wir da stehen. Und ab. Jupp. So, dann haben wir, glaube ich, noch drei. Ach, da hinten ist auch noch eine Bahn. Okay, vier. Ja, dann werden wir höchstwahrscheinlich doch noch mal eine Zwischenabfuhr bringen, sozusagen. So. Ach, das ist eine halbe Bahn. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, ich dachte jetzt, da drüben wäre auch noch eine halbe Bahn. Aber nee, da müssen wir ganz runter. So, da drüben, das Feld ist, glaube ich, als nächstes dran hier zum Ernten, das Rapsfeld. Ja, hier müssen wir rum. Jo, dann haben wir nämlich eins, zwei... Ja, natürlich das Maisfeld und so weiter. Und dann haben wir ja noch ein Feld beim Händler, das wir uns ja noch gegönnt haben. Das ist jetzt hier nicht direkt am Hof, ein bisschen weiter weg. Aber da hat es ja auch noch ein zweites oder ein weiteres Feld mit einem sehr guten Ertragspotenzial. Apropos Ertragspotenzial. Wir könnten gleich mal, wenn wir mit dem Wagen wieder am Silo sind, mal nochmal gucken, wie es denn jetzt überhaupt aussieht, weil ich glaube, es hat sich da ein bisschen was getan, dadurch, dass wir jetzt hier was abgeerntet haben. Jedenfalls mit dem Feld Nummer 6.
Es geht jetzt langsam, glaube ich, nach oben. Komischerweise sind wir ja bei unserem Big Farm-Projekt sogar auf volle Punktzahl mittlerweile und kriegen auch die 15% extra Bonus. Ist das jetzt nicht doppelt gemoppelt? Extra und Bonus? Naja, also auf jeden Fall die 15% Bonus kriegen wir auf unserem anderen Projekt. Und hier wollen wir natürlich auch dahin kommen, auf diesen Bonuswert. So, jetzt fahre ich einfach hier rechts rüber und fahre einfach hier die Spur noch runter, weil wir müssen sowieso nochmal dann hier aufs Feld, um den Rest einzusammeln. So. Dann schauen wir nämlich mal, wenn der hier ablädt, wie da denn jetzt der Stand ist, weil wir ja jetzt auch dieses Feld abgeerntet haben. Ich glaube 5% oder 6% Bonus waren wir. So, wir schauen mal kurz hier Precision Farming. Wir sind bei 6%. Okay. Okay, Feld Nummer 6 ist jetzt bei 73. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, da waren wir vorher irgendwo bei 50. Jetzt, wo wir das abgeerntet haben. So, hier hat sich noch nichts getan. Interessanterweise hat sich ja hier was getan. Da waren wir, glaube ich, bei 87. Jetzt ist er auf 92. Aber hier dieses Feld, da hat sich gar nichts geändert. Da sind wir weiterhin bei 67. So, eher hier bin ich jetzt gerade mal überlegen. War das vorher nicht mehr? Naja, interessanterweise sind wir auch bei dem Feld, wo ich eigentlich das volle Programm gemacht habe, nur bei 60. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also im Moment haben wir gerade mal einen Bonus von 6%. Das ist eigentlich nicht viel. Und dass wir bei Stickstoff und bei pH-Wert, wo ich ja wirklich, und auch Unkrautbekämpfung, wo ich alles gemacht habe, nicht die volle Punktzahl haben, merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Aber wir behalten das im Auge. Wir werden mal schauen, wie sich das Ganze hier auf dieser Map noch entwickelt. Ich habe immer hier Bedenken, wenn ich hier um die Kurve fahre, dass ich immer hinten hängen bleibe. An diesem Zaun von den Hühnern, da bleibe ich ständig hängen. So, ach, da drüben liegt auch noch ein bisschen. Okay, da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Unser Wild. So, die letzte Bahn und dann bin ich mal im Überlegen, was machen wir denn jetzt hier auf dem Feld als nächstes? Da müssen wir mal schauen, wir sind im Juni. Getreide oder Raps, wenn ich richtig weiß, ne? So, ja gut, Saatzeitpunkt, da haben wir noch viel, viel Zeit, August. Aber wie gesagt, sollten wir dieses Jahr noch was machen wollen, außer natürlich Gras. Wollen wir Gras machen? Nee, wir haben eigentlich ein großes Grasfeld. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, warum. Ich meine, das Thema wäre natürlich, hätten wir eine Hof-BGA, ne? Aber ich tendiere hier eher, dass wir vielleicht doch wieder Getreide, weil wir haben jetzt jede Menge Heu. Und wenn wir das nur verfüttern wollen und noch keine Schafe haben, dann reicht uns das eigentlich sehr, sehr, sehr lange. Deswegen tendiere ich hier eher wieder zu einer Zwischenfrucht, wie zum Beispiel, ja, Getreide. So, das nehmen wir nochmal mit. Okay. Jetzt die Frage, sollen wir jetzt schon mal pflügen? Ja, das überlegen wir uns dann, weil jetzt sind wir ja erstmal mit 3 von 4 Punkten schon mal fertig, was wir uns für heute vorgenommen haben. Nämlich, wir haben uns einen Fendt gekauft. Jupp, macht mir immer noch Spaß. Und wir haben unsere Strohballen eingesammelt, die von Feld 6. Und wir haben das Ackergras gesammelt und das Feld sozusagen ready gemacht. Und jetzt wollen wir uns dann gleich um die PV-Anlagen kümmern. Weil dieses Mod, den Mod würde ich jetzt gerne auch mal antesten, wie das funktioniert mit dem Platzieren. Und dann schauen wir auch mal, wie sich das Ganze finanziell dann auswirkt. So, den Kollegen stellen wir wieder mal ganz da hinten rein. Ja, das geht noch. Den müssen wir nicht waschen. Den müssen wir nicht putzen. Das geht noch. So. Zu unserem Milchanhänger. Und, passt das? Ja, ja, der ist weit genug, oder? Jupp. Sehr gut. Okay.
Soweit, so schön. Dann schauen wir mal, was uns das Baumenü zeigt. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Baumenü, was war das jetzt? Produktion, das war unter Produktionen. Und zwar Generatoren, oder? Da sind sie, die PV-Anlagen. So, dann schauen wir mal, wo wir diese unterbringen. Prinzipiell, jetzt muss ich nochmal schauen, erstmal hier aussteigen. Wo ist denn eigentlich, nur damit es auch so ein bisschen passt, da ist die Sonne. Wir haben jetzt 9.43 Uhr und wenn ich richtig weiß, müsste die hier rechts rüber wandern. Also bieten sich vor allen Dingen, so vor allen Dingen, ja zum Beispiel der Kuhstall an. Und natürlich hier diese Seite, da könnte man eine PV-Anlage mal drauf knallen. Lasst uns mal schauen, welche da in Frage kommen. So, die bringt 240. Na, die ist es aber nicht. Die wäre es, oder? Ja, jetzt kommt mal wieder so. Ich glaube, die würde gut passen, oder? 25.000 bringt uns aber 192 im Monat. So, die Frage ist, kriegen wir da zwei Stück drauf? Ich denke, da kriegen wir zwei Stück drauf, oder? Jo. Dann knallen wir doch jetzt einfach mal hier eine PV-Anlage drauf. Das finde ich irgendwie witzig. Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Wenn ich die hier hinbaue. Nee, drei Stück reichen nicht. Gibt es da noch größere? 480. Ja, die ist aber nur größer, aber nicht breiter. Gibt es da noch mehr? Nee, okay. Dann nehmen wir die mittlere. Augenblick. Ach, das war die größte, aber in flach. Okay. Die würde so passen, wenn ich das richtig sehe. Die hat eine größere Neigung, oder? Ja. Die würde genau drauf passen. Okay. Dann machen wir das doch. Dann knallen wir jetzt eine hier drauf. Gibt es da eigentlich auch Raster? Ja, da gibt es auch Raster, gell? Genau. Das macht es dann etwas einfacher. Dann knallen wir jetzt eine hier drauf. Zack. Und dann knallen wir noch eine zweite nebendran. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das auch auf dieselbe Höhe bringen. Sonst sieht es wieder scheps aus. So, eins runter. Und so passt das. Dann hauen wir die nämlich auch da drauf. Zack. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich PV-Anlagen und die sollten uns jetzt richtig Kohle bringen. 192 im Monat, das heißt also fast 400, 4000, 4800. Ja, 4800 gekostet haben die uns knapp 50. Das heißt, in 10 Jahren und ungefähr roundabout 10 bis 11 Jahren haben die sich amortisiert. Und dann verdienen wir Geld. Aber wir tun ein bisschen was für unser, ja, grünes Herzchen. Sehr schön. Also das finde ich toll. Finde ich einen ganz tollen Mod. Passt genau drauf. Hervorragend. Supi. Okay. Die sollte jetzt fleißig produzieren. Das heißt, wir haben dann hier auch noch ein Dach, wo wir letztendlich eine PV-Anlage draufpacken könnten. Und wir haben natürlich hier noch ein Dach. Und da könnte man mit Sicherheit auch noch was draufpacken. Jo, hervorragend. Okay. Das wäre also auch der Punkt. Dann hätten wir also auch diesen Punkt hier abgearbeitet und unser, ja, Berater für PV-Anlagen hat uns dann doch hier, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht und hatte uns hier wunderschöne PV-Anlagen aufs Dach gepackt. Okay, sehr schön. Dann haben wir also richtig was geschafft für diese, ja, nicht diese Folge, aber für diesen Stream. Und wir machen nochmal ein bisschen weiter. Ah ja, sind noch welche dazugekommen. Freut mich, ich grüße euch. So, also, dann überlege ich gerade, wir haben immer noch keine Anzeige, dass wir eigentlich pflügen müssen, oder? Muss gepflügt werden? Nee, es muss leider nicht gepflügt werden. Übrigens, Feld Nummer 20. Feld Nummer 20 ist das Feld, was mich so ein bisschen, ja, als nächstes reizt hier. Das hat nämlich einen richtig schönen Ertrag, so wie es aussieht, 88, aber... Wir haben 122, dann haben wir natürlich nicht mehr viel Luft und können auch nicht mehr unbedingt reagieren, wenn uns der Gebrauchtwarenhändler ja wieder entsprechende Angebote macht. Denn das erste Angebot haben wir ja uns hier schon gegönnt mit dem
Fendt, den wir uns gekauft haben. Dafür haben wir einen Wald drauf verkauft und dann eben diesen Fendt hier gekauft, hier für den Hof. Und den haben wir auch gleich ein bisschen gepimpt mit 50 km/h und 200 und ein paar zerdrückten PS. Also gleich mal eine Nummer größer genommen, was den Motor hier angeht. Okay, ich bin jetzt am Überlegen, was brauchen wir nochmal für den Pflug? Okay. Ja, das war natürlich auch so eine Sache mit dieser Sämaschine. Das wäre natürlich auch interessant, 6 Meter, aber wir haben ja auch eine. Und jetzt auf der Map mit so einer Kuhn, die man hinterherziehen muss, bietet sich jetzt nicht gerade für jedes Feld an. So, was hier den Ladewagen angeht, da sind wir gut ausgestattet. Das sehe ich jetzt leider auch noch nicht. Da müssten wir uns ja... Nee, das sehe ich hier überhaupt noch nicht. Das brauchen wir nicht. Also im Moment ist da jetzt weniger, aber ich wollte eigentlich was anderes gucken. Ich wollte jetzt nochmal gucken, was braucht denn unser Pflug? 160, das wäre doch eigentlich fast ideal mit dem Fendt. Dann könnten wir das Feld jetzt erstmal pflügen. So. Und dann so weit herrichten, dass wir dann, wie gesagt, in 2 Monaten, lass mich nochmal schauen, August, entweder Raps draufpacken oder Weizen oder Gerste, damit wir wieder Stroh bekommen. Ja, ich meine, es bietet sich natürlich an, da müssen wir nicht so weit fahren. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt unser Rapsfeld hier, Feld Nummer 8. Und wenn wir natürlich hier ein bisschen in der Fruchtfolge was variieren wollen, dann würde sich es fast eher anbieten, dass wir hier natürlich dann Weizen oder Gerste draufpacken und hier Raps. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns da zu entscheiden. Auf jeden Fall werden wir jetzt das Feld erstmal ein bisschen vorbereiten, um zu schauen, dass wir, wie gesagt, die Werte, die Umweltwerte etwas hochkriegen. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, dass wir die Felder auf jeden Fall richtig bearbeiten. So, da fahren wir einfach hier durch die Halle. Und dazu gehört eben, dass wir das jetzt pflügen werden und anschließend ein schönes Saatbett mit herstellen werden. Okay. So, wir haben ja noch das Feld Nummer 6. Das müsste eigentlich dann auch bearbeitet werden. Da machen wir vielleicht einen Stoppelsturz oder sowas ähnliches. Ich bin am Überlegen. Macht aber keinen Sinn, wenn wir es ja eh pflügen wollen, weil das Feld haben wir noch gar nicht bearbeitet. So, ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, wir müssen es drehen. So. Wir müssen, glaube ich, drehen, weil so macht es dann Sinn. Und ablassen. Und dann lassen wir den Helfer die ganze Arbeit machen, weil ja, pflügen ist halt immer so ein Ding, ne? Also, ja. Dann soll der hier mal hier ordentlich das Feld herrichten und wir machen uns mal Gedanken, ob wir zum Beispiel, lass mich mal schauen, wir haben jede Menge Mist. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche, naja, sondern richtig Kuhmist. Und das sollte man dann eigentlich auch mal ausbringen. Wenn wir jetzt natürlich eine BGA oder was hätten, könnten wir es da auch hinbringen. Aber eine Hof-BGA sehe ich auch noch nicht. Den Platz möchte ich eigentlich noch nicht benutzen. Und die BGA kaufen, das ist mir, um ehrlich zu sein, die ist auf der anderen Seite der Map. Das ist mir dann doch ein bisschen weit. So, aber was ich hier in der Zwischenzeit nochmal zeigen möchte, allen, die jetzt hier noch dazugekommen sind in den Stream, weil ich ja da die ganze Zeit ein bisschen, ja, hier, unsere Forstwirtschaft, hier, wo ich ja die ganzen Bäumchen, die Setzlinge hatte und mich ein paar Monate lang gewundert habe, warum das sich nichts tut. Auf einmal komme ich hierher und jetzt stehen hier die Bäumchen und die Bäumchen haben 11,60 Meter hier die Fichten. Also ihr seht es, wir haben hier kräftig aufgeforstet und da sehe ich auf jeden Fall wieder jede Menge Arbeit. Oh ja, hier müssten wir eigentlich nochmal mit der Stupenfräse rüber und das Feld hier eigentlich auch mal bearbeiten.
Ja, aber ob wir jetzt dann nochmal Bäumchen pflanzen, ich glaube eher nicht, weil wir sollten da schon schauen, dass das immer irgendwie zusammenpasst, so von der Zeit her. Naja, also ich glaube, das sind über 200 Bäume, die wir gepflanzt haben und da haben wir also dann jede Menge Optionen und Möglichkeiten, wieder im Winter hier in die Forstwirtschaft einzusteigen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die dann bis Dezember oder so nochmal ein bisschen wachsen und dann richtig schön ja, zur Ernte anstehen, damit wir dann hier wieder unsere Hackschnitzelanlage zum Laufen bringen. Und deswegen möchte ich eigentlich auch nichts kaufen im Moment, denn wir müssten etwas Geld machen, damit wir dann, ich sage mal, ein vernünftiges Gerät ja wieder mieten. Entweder wieder ein Vollernter oder zumindest auch ein vernünftiges Gerät, um die Bäume hierher zu bringen. Ja, also wie gesagt, das sollten wir jetzt auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Und ich schaue jetzt gerade mal, lass mich mal schauen, wegen der Gülle. Gülle 17.000. Mist haben wir echt jede Menge. Was machen wir mit dem Mist? Was machen wir mit dem Mist? Also das wegzubringen und wegzufahren, ich weiß es nicht. Das wird sich kaum rechnen. Das wird sich kaum rechnen. Naja, wir warten noch mal 1, 2, 3 Monate und was würde denn jetzt eigentlich sowas kosten? Was würde ein Miststreuer kosten? Bum, 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 bum. 15,6. 14 Kubik. Naja, gut, ich meine, auf der anderen Seite könnte man so einen Teil jetzt auch erstmal nur mieten. Was heißt denn hier Kombination? Achso, okay. Was würde das Teil zur Miete kosten? 2958. Was brauchen wir denn an PS? Ich glaube, das steht da gar nicht. Doch 150. Das heißt, das könnte man mit dem Valtra machen. Der hat 16,5. Tja, ich würde sagen, dann mieten wir uns doch dieses Teilchen erstmal, damit wir auf jeden Fall, weil wir können dann auf jeden Fall düngen mit dem Mist. Warum eigentlich auch nicht? So, gibt es da irgendwas? Reifenvariante, sonst was? Nein. Augenblick. So. Die 16. Ja, dann würde ich doch sagen, wir mieten uns das Teilchen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was hat er für eine Ausbringung? 12 Meter. 12 Meter ist doch okay, oder? Ja, wir mieten uns das Teil und gehen jetzt mal auf das Feld und werden dann auf dem Feld Nummer 6 auf jeden Fall hier Mist ausbringen, um das schon mal zu düngen. Und dann werden wir mit dem Pflug das Ganze untergraben. Würde man das eben echt in der Reihenfolge machen? Oder würde man mit dem Pflug erstmal den Boden bearbeiten und dann, wo ist denn jetzt eigentlich unser, wo ist denn unser Kollege? Und würde dann, ach, da steht er ja, hat sich versteckt hinter dem Lamborghini. So. Also, wie gesagt, der Gedanke war, würde man jetzt eigentlich zuerst den Mist ausbringen und dann mit dem Pflug das untergraben? Oder würde man mit dem Pflug praktisch erstmal die Furchen machen und dann den Mist und dann alles grubbern? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt jedenfalls so machen, dass wir jetzt den Mist ausbringen auf Feld Nummer 6, damit wir jetzt auch hier endlich den Mist wegbekommen. Und dann würden wir nämlich mit dem Pflug rübergehen. Und wenn ich denke, bis dahin dürfte dann eventuell das andere Feld gepflügt sein. Und dann werden wir nämlich hier den Mist auf dem ehemaligen Ackergrasfeld ausbringen und da auch schon mal eine Düngestufe praktisch erzeugen. Denn wenn wir hier Getreide oder ähnliches drauf machen, Raps, die brauchen alle relativ viel Dünge, glaube ich. Nur Soja braucht gar nichts, wenn ich noch richtig weiß. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, Raps, Getreide und so weiter braucht definitiv. Lasst uns mal ganz kurz gucken. Ich vermute mal, dass ich jetzt im Weg stehe, oder? Kommt da einer? Nein. Lasst uns mal kurz gucken. Also dieses Feld hier, das müssen wir jetzt bearbeiten. Ja, pH-Wert schlecht. Wir müssen da auch Kalk drauf machen und Stickstoff ist eigentlich auch null. Also das heißt, wir müssen da auf jeden Fall die volle
Ja, da steht er. Entschuldigung. Ja, komm, fahr vorbei. Naja, ich fahre hier fast gegen das Schild. So. Ja, dann haben wir doch einen Plan. Dann haben wir doch noch einen Plan hier für die letzte Stunde, weil ich will auf jeden Fall so bis 23 Uhr will ich hier den Stream offen haben. Und dann kommen wir hier nämlich auch vorwärts mit der Feldarbeit im Juni. So, und unsere Kühe haben ja, wie gesagt, jede Menge Mist gemacht. Und das sollten wir jetzt auch... Ich überlege jetzt gerade, was hat denn der hier für ein Gewicht? Gewicht, 23 gehören in... Ja, 1500 da. Das ist das, was wir vorhin überflüssigerweise... A25. Haben wir ein Problem mit dem Gewicht? Ich überlege gerade. Ja, wir brauchen ein stärkeres, größeres Gewicht. Nicht Motor aus. Wir brauchen ein stärkeres Gewicht, weil spätestens, wenn wir wieder mit dem Gerät hier in die Forstwirtschaft gehen, sollten wir damit in die Forstwirtschaft gehen und kein anderes Gerät kaufen, dann brauchen wir definitiv ein stärkeres Gewicht. Also, kann nicht schaden. So, das hier wird verkauft. Und dann nehmen wir nämlich das andere Gewicht mit. Und so sind wir dann nicht ganz umsonst hierher gefahren. Und haben vor allen Dingen das andere Gewicht nicht aus Versehen am Anfang des Streams nämlich doppelt gekauft. So. Geht da richtig schön runter, ne? So. Dann schauen wir mal, wie der Kollege hier funktioniert. So, ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, wir fahren besser wieder hier durch die Schranke. Weil wenn wir nämlich links rumfahren, da bleibt man auch des Öfteren immer am rechten Zaun hängen. So, Verkehr haben wir ja wieder eingeschaltet, wie ihr gesehen habt. Ich hatte den eine Zeit lang mal aus, damit wir mit den Helfern besser vorwärts kommen. Denn hier auf dieser Map ist auf jeden Fall jede Menge Verkehr und fast auf jeder Straße, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Hier ist richtig Leben auf der Map, aber ihr seht es und ruckzuck steht wieder einer. Deswegen immer ganz, nicht ganz so prickelnd, wenn man mit den Helfern unterwegs ist. Weil die kennen nämlich hier gar nichts, wenn ich das... Also da hatten wir schon ein paar Situationen, wo es gescheppert hat. Weil die, der KI-Verkehr hier, der kennt hier gar nichts. Ne? Also der fährt einfach in die Kurven rein. Egal, ob man da jetzt in der Nähe ist oder nicht. So, wir werden dann gleich mal gucken, was denn eigentlich unser Fendt mit dem Pflug macht, wie weit er ist. So. Jupp, da freue ich mich auch schon drauf. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge, als wir diesen Drescher hatten, der ja diese Neigungstechnik hat. Das fand ich, ach hier gehen wir rein. Das fand ich richtig poppig, aber da hat er ja immer das Problem dann gehabt, dass er mit dem Helfer richtig bockig wurde und dann als immer in der Gegend rumgesprungen ist. Ich glaube, wir sollten das Teil hier jetzt auch mal wegräumen, weil sonst kommen wir hier immer ganz, ganz schlecht um die Kurve. Ja, also, wie gesagt, das fand ich ein richtig tolles Teilchen eigentlich. Dieser Drescher, der hat mir sehr gut gefallen, aber mit dem Helfer hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Ach, wir haben Maximum drin. Okay, stopp. Wir werden jetzt erstmal hier den Schneidwerkwagen wegfahren in die Halle. So, ah ja, okay, er fährt da fromm und fröhlich vor sich hin und macht hier schön im Fluch. Augenblick mal, ich will jetzt gleich mal gucken, weil beim letzten Mal hat er nämlich dann auch immer sofort schon den Wert geändert. Nee, noch nicht, 74. Okay, 74, das merken wir uns mal. So, vorwärts, vorwärts, so jetzt. Na? Schnapp ihn dir, Tiger. So, jetzt. Oh, der Fendt. So, die Bäuerin ist unterwegs. Macht die Schwerstarbeit. So, da warten wir erstmal, bis sie hier unterwegs ist.
sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also ich glaube, der Fendt, das war auf jeden Fall eine gute Investition, eine lohnende. War, wie gesagt, heute Morgen beim Gebrauchtwarenhändler für knappe 60.000. Und da haben wir noch ein bisschen was investiert, Motorleistung und ein bisschen am Aussehen. Die Zapfwelle vorne hat auch gefehlt, die konnte man modifizieren, beziehungsweise haben wir da noch dazu genommen und noch ein paar andere Sachen, ein paar Gimmicks. Und dann hat uns das Teil knapp 100.000 gekostet. Aber das ist jetzt schon okay, weil wir kommen mit dem Fendt auf, den können wir fast auf 250 PS noch pimpen. So, jetzt bin ich gespannt. Sind wir hinten dran? So, das passt. Zack. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie jetzt das Ganze mit dem Miststreuer funktioniert. Ups. Augen immer im Straßenverkehr nach vorne. Zack. So, wir haben jetzt halt nur 82%, weil wir eingeschaltet haben, dass er wirklich, ja, wie heißt denn die Funktion eigentlich? Wie heißt die Funktion? Ist die hier drin? Ist die hier drin? Anhängerfülllimit, genau. Anhänger können nur so weit gefüllt werden, bis das maximal zulässige Gesamtgewicht erreicht ist. Genau, das haben wir eingeschaltet. Deswegen eben nicht die volle Menge. Max hat er erreicht. Deswegen jetzt eben nur 13.000. Dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. So, das werden wir übrigens dann selber machen und nicht den Helfer. So, wie sieht's aus? Von links kommt nichts, von rechts kommt... Ja, wir haben gar keine Rundumkennleuchte hier an dem Wald dran, ne? So, wie sieht's aus? Da ist frei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann mal jetzt auf zu Feld Nummer 6. Und dann werden wir hier den Mist ausbringen. Und schon mal die erste Düngerstufe aufs Feld bringen. So. Ja, die beiden Felder hier, die haben wir ja auch vor kurzem gekauft. Feld Nummer 6, Feld Nummer 7, da war auch schon eine Frucht drauf. Wie gesagt, hier Feld Nummer 6 haben wir abgeerntet und Strohballen gemacht. Und die Hälfte haben wir, zu Strohballen verarbeitet. Die haben wir dann am Anfang des Streams hier eingesammelt. So, jetzt bin ich mir sicher, dass man das Ding hier aufklappt. Und die andere Hälfte haben wir mit dem Ladewagen eingesammelt. So. Okay. Okay. Sieht man was? Ne, man sieht gar nichts, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Da sieht man gar nicht, wo man das Material ausgebracht hat. Außer eben auf der Karte links. Ja, da gibt es jetzt eben keine separate Textur anscheinend. Dann bietet es sich doch im Zweifel an, den Helfer hier rüber zu jagen, weil der weiß dann eben, wo schon gedüngt wurde. Ja, oder wir... Ja, ich glaube, wenn wir Stoppelsturz oder was gemacht hätten, dann würde sich hier die Textur definitiv verändern. Aber wir müssen sie auch nicht ganz so genau nehmen. So, ein bisschen noch rum hier. Ja, aber das müsste so ungefähr passen, von der Ausbringbreite. Sehr schön. Ja, jetzt bin ich doch geneigt, hier den Kollegen Helfer loszuschicken.
weil ich mir jetzt auch ein bisschen was zu trinken holen muss. Bin gleich wieder zurück. So, da sind wir wieder. Ja, also das sieht ja relativ gut aus. Also der kriegt ja fast das halbe Feld hier mit einer Wagenladung hin. Ah, jetzt so sieht man es, wo die Textur, beziehungsweise so ein bisschen schattig sieht man jetzt, wo der Mist ausgebracht wurde. Okay. Okay, okay, okay. So. Ja, also noch eine Dreiviertelstündchen, so auf 23 Uhr ungefähr werde ich hier streamen. Das heißt, da können wir noch einiges tun, auf jeden Fall hier die Felder noch bearbeiten. Wir könnten mal kurz reinschauen, ob es Aufträge gibt. Oh, ernten. Wir könnten ein bisschen ernten. Feld 10, da haben wir Gerste, okay. Stopp, Feld 22. Ach, Feld 10 ist ja bei uns in der Nähe rechts oben, so viel ich weiß. 22 ist natürlich jetzt ein bisschen abseits. Da gibt es auch Gerste. Hm, 1750. Feld 10 und 22. Also Feld 10 ist hier oben. Da ist ja hier der Kollege unterwegs, da müssen wir nur hier rum und Feld 22. Ah, das hat uns mal gehört am Anfang, beim Beginn des Spiels hat uns dieses Feld gehört, sowie auch Feld 21. Jetzt haben wir den Drescher gerade weggefahren, den haben wir jetzt gerade eingeladen bzw. eingepackt. Gerste. Gerste ist doch... Erntezeitraum, Gerste wäre auch nächsten Monat noch. Hm. Ja, warten wir es mal ab, wie sich die Sache entwickelt. Auf jeden Fall sieht es fast hier so aus, als würde der Miststreuer hier tatsächlich fast mit einer Wagenladung das ganze Feld hier voll kriegen. Also das ist ja natürlich nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht schlecht. Sehr schön. So. Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass er nochmal zurück muss. Jetzt schauen wir mal, wie weit ist denn er hier? Okay. So, das Grasfeld, das haben wir ja auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge haben wir das ja hier geerntet. Wir könnten theoretisch auch... das andere Grasfeld hier schon ernten, das wäre auch erntereif, aber um ehrlich zu sein, da möchte ich doch jetzt warten. Ich überlege jetzt gerade, muss gewalzt werden. Haben wir tatsächlich, als wir das angesät haben, haben wir da tatsächlich vergessen zu walzen? Ich bin da jetzt gerade ein bisschen... Kann sich jemand von euch erinnern, als wir das angesät haben in der Folge? Da müsste ich sonst selber nochmal in die Videos reinschauen, aber ich war eigentlich der Meinung, wir hätten hier das volle Programm gemacht und hätten auch gewalzt. Muss gewalzt werden. Okay. Naja, okay, nichtsdestoweniger. Also das werden wir jetzt noch nicht ernten. Das werden wir erst nächsten Monat ernten, damit wir hier dann auch wirklich jede Menge Material bekommen. Auch wieder für unser Fermenter-Silo. Da muss ich übrigens auch mal kurz einen Blick reinwerfen. Wir müssen auch nochmal in die Stelle alle einen Blick reinwerfen. Das Fermenter-Silo. So, was haben wir denn? Gras 21.000, weil das wird nämlich verarbeitet zurzeit zu Silage.
Und Heu haben wir über 130.000 und wir haben jede Menge Material hier im Ballenlager. Und wir werden das Ballenlager ausschließlich eben benutzen, um unseren Futtermischwagen entsprechend zu bearbeiten. Da haben wir Silageballen, wir haben Heuballen, wir haben Stroh- und Grasballen. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz hier bei den Tierchen. Wie sieht es denn hier aus? Gesundheit 100%. Okay. Es ist genügend Material drin, so wie es hier aussieht. Wie sieht es denn bei den Schweinchen aus? Okay, 100%, 50 Tiere. Ja, jetzt müssen wir nochmal ins Einzel reingucken, es hilft nichts. Denn dann sehen wir, dass die Wurzelfrüchte, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Aber da haben wir ja auch gesagt, wir wollen definitiv dann schauen, so ähnlich wie auch auf dem Big Farm Projekt, wo wir ja auch die Schweinchen haben und wo ihr euch ja auch schon erkundigt habt hier nach diesem Schweinestall, nach diesem Mod. Also wie gesagt, ich finde den perfekt, ich finde den supi. Ein ganz, ganz toller Mod hier für unsere Schweine. Und da brauchen wir definitiv entweder Zuckerrüben oder Kartoffeln. Achtung, wir schauen mal. Wusste ich es doch. Wir sammeln den hier ein. Wir brauchen auf jeden Fall Kartoffeln oder Zuckerrüben. Und da müssten wir uns mal Gedanken machen. Entweder wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Aber ich glaube, da habe ich auch schon mal nachgesehen. Wenn wir Glück haben, dass es einen Auftrag gibt hier zum Ernten, dass wir hier ein bisschen was abstauben können, oder wir müssen es halt irgendwo selber ansehen. Und das sollte natürlich ein Feld sein, wo wir, ich denke, einen Vollernter sehe ich da im Moment auch nicht. Da werden wir uns dann eine Erntemaschine leihen, aber halt eben zum Ziehen. Da müssen wir dann uns ein Feld suchen, das wir eben auch mit so einem Gerät gut bearbeiten können. Vielleicht eben Feld Nummer 7, was auch nicht ganz so groß ist, weil sonst brauchen wir ja ewig, ne? Da müssen wir uns mal Gedanken machen. Wann können wir eigentlich die Kartoffeln ausbringen? Ich glaube, das ist auch März, April, wenn ich richtig weiß. Also auf jeden Fall stehen wir vor demselben, ich sag mal, vor derselben Herausforderung. Es ist ja kein Problem, es ist ja nur eine Herausforderung. Auch für unsere andere Map. Und da werfen wir jetzt mal kurz einen Blick rein. Und zwar natürlich klar Zuckerrüben, Kartoffeln ist Anfang des Jahres, März. Okay, also dann müssen wir einfach mal schauen, hat hier jemand auf diesem Feld, doch ich bin mir sicher, da Kartoffeln, Feld Nummer 9, Feld Nummer 5, 9 bietet sich an, klar, und Feld 26, oje, Feld 26, da ist man natürlich dann beschäftigt. Und wir haben ein Zuckerrübenfeld mit Feld Nummer 25. Also da warten wir definitiv die Aufträge mal ab, wenn das zu ernten ist. Und dann sind wir da auf jeden Fall am Start, damit wir auf jeden Fall überschüssiges Erntegut abgreifen können für unsere Schweinchen. Jupp, weil das ist nämlich immer so ein bisschen der Knackpunkt. Alles andere haben wir ja selber. Die Raps und Getreide und so weiter, das können wir ja alles, Mais haben wir ja jetzt auch angepflanzt für unsere Schweinchen. Das haben, können wir alles selber produzieren, aber bei Kartoffeln und Zuckerrüben, da sieht es ja immer erstmal relativ lange mau aus. Und da werden wir auf jeden Fall, denke ich, einen entsprechenden Auftrag annehmen. Wobei ich jetzt nicht, wie gesagt, unbedingt dieses ganz, ganz große Feld, weil da brauchen wir dann wieder ewig. Aber wir hatten, glaube ich, schon mal einen Auftrag, einen Kartoffelauftrag hier auf der Map. Und da durften wir mit einem Selbstfahrer unterwegs sein, mit einem Grimme, wenn ich richtig weiß. Und ja, das würde natürlich die Sache einigermaßen erträglich machen. Wäre dann eventuell auch dann eine Aufgabe auch für einen Livestream. Aber da will ich euch jetzt keine Angst machen und euch gleich alle verschrecken und verprellen. So, hier müssen wir rein. Und dann schauen wir mal, ob wir sehen einigermaßen, wo wir... Ah ja, da haben wir ja noch die Spuren. Ja, man sieht es halt ganz, ganz schlecht. Aber vom Grundprinzip müsste es eigentlich hier sein. Ja, ja, da war fast fertig. Okay. Ups, stopp. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass er fertig ist. Okay, er macht was, weil sonst haben wir nämlich Fruchtzerstörung, wenn ich jetzt den Helfer ausschalte.
Das würde ich jetzt wirklich ungerne machen. So, wirft er jetzt noch mehr raus? Nee, jetzt dürfte er fertig sein, oder? Okay, dann machen wir hier mal zu. Dann schauen wir jetzt mal hier über die Map. 6% 69 immer noch. Also da hat sich noch nichts geändert. Wir gucken mal auf Stickstoff. Ja, das müsste soweit passen. Und das müsste doch jetzt 60, oder? 60, 80. Ja, okay, da haben wir 40 nur. Das passt schon. Okay, dann fahren wir mit unserem Kollegen hier mal den Berg hoch. Und dann Richtung zu unserer, zu unserem gepflügten Feld. So, da tut er sich aber ganz schön schwer hier den Berg hoch. Ja. Naja gut, wir haben ja fast einen vollen Wagen mit Mist. Jo, jetzt nimmt er Tempo auf. Sehr schön. Und hier wieder nochmal der Blick hier auf diese tolle, tolle Map. Muss man einfach so sagen, eine Spitzenmap. So, da wächst unser Mais heran. Der Mais, den wir für unsere Schweinchen dann als Futtermais ernten werden. Aber halt auch erst, lass mich raten, auf Ende des Jahres hin, gell? Ich glaube, das ist September, Oktober, wenn der Mais geerntet wird. Also das dauert noch ein bisschen. Also das heißt, wir werden zwischendurch immer mal, wir machen von unten. Ja, das ist jetzt natürlich klar, logisch. Okay, hier haben wir natürlich jetzt das Problem mit dem Feld. Dann müssen wir berghoch. Okay, dann lasst uns die erste Fuhre bergab fahren. Und fahren wir hier hoch. Dann ist er nämlich wieder ein bisschen leichter. So, zieh mein Baby, zieh, zieh. Hervorragend. So, jetzt sind wir oben. Dann werden wir hier das Maschinchen wieder ausklappen und dann schauen wir mal. Ich denke, dass es jetzt übers gepflügte Feld, dass wir dann die Texturen, also da, wo der Mist ausgebracht ist, das wesentlich besser zu sehen bekommen. Na, ein bisschen auseinander. Ah ja, natürlich. Das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Da können wir jetzt dann wirklich auch sehen, wo wir den Mist ausgebracht haben. Oh, da fahre ich aber ein bisschen hier Scheps durch die Gegend. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt ist natürlich deutlich leichter. Jetzt werden wir hier ein kleines Vorgewende fahren. Dann tut er sich nämlich auch leichter beim Wenden. Okay. Ja, und dann werden wir dann zukünftig zuerst pflügen, damit wir einfach besser sehen, was er hier schon ausgebracht hat oder eben auch noch nicht. Man sieht es also deutlich besser. Okay. So, jetzt versuchen wir das Ganze natürlich mal berghoch. Ja, also bei dieser Mistproduktion, die wir haben, brauchen wir über kurz oder lang definitiv einen Miststreuer. Den haben wir jetzt nur geliehen für die Saison sozusagen. Wir haben über 100.000 Liter Mist. Und das Material müssen wir irgendwie ausbringen, denn zur BGA, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, wäre eine Option. Aber dazu müsste man die BGA kaufen, beziehungsweise da müssen wir dann da hochfahren.
Und da wird es dann nur verkauft. Und das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und das macht nur Sinn, wenn wir dann eben einen größeren Hänger haben. Und das wiederum bedeutet wieder, dass wir natürlich jede Menge Material drin haben. Und da geht es ganz schön den Berg hoch. Und ja, also wie gesagt, so richtig Bock habe ich da nicht, dahin zu fahren im Moment. Denn da bräuchte man eine deutlich stärkere Maschine, um da überhaupt hochzukommen. Also ich bin da schon 2-3 Mal hochgefahren und am Schluss halt mit 2 oder 3 km/h. Und hinter mir hat sich der ganze Verkehr gestaut. Und das müssen wir eigentlich nicht unbedingt haben. Und ansonsten wäre halt die Option eine Hof-BGA. Das kommt mit Sicherheit. Also da habe ich dann die Überlegung, vielleicht dann hier doch mit dem Gülleverschlauchung. Das wäre so ein Thema, wo ich eigentlich auch mal mit euch drüber reden wollte, wie ihr da eure Erfahrungen sind. Also es war ja auch ein DLC, dieses Pump and Horses oder wie das hieß. Und da war ja diese Gülleverschlauchung. Ich muss ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht ganz so, ja, begeistert. Aber ich finde die BGA, diese modularen BGAs, das finde ich ganz interessant. Was ich leider oder was ich auch nicht mache, ist halt dieses, hier diese Gülle, diese Gülle, ich weiß jetzt gar nicht, wie das wieder heißt. Das ist auf jeden Fall dann ein fester Stoff wird, den man dann ausbringen kann. Aber auf jeden Fall diese modulare BGA, das fand ich interessant, auch mit diesen Abfackeln und so und mit dem Gasabfackeln und so weiter. Das wäre eine Option, wo ich mir überlegt habe, das könnten wir dann eventuell, weil ihr wisst es ja, es gibt ja diese 2 Flächen auf der Map, wo man eben dann noch ein bisschen bauen kann. Und entweder würde ich da so einen kleinen, ich sag mal, Berghof hinbauen oder wir arbeiten da mit einer BGA. Wobei wir aber dann dasselbe Problem wieder haben, wir müssen das Material dann da hochbringen. Ich zeige es euch gerade mal. Stopp hier. Und zwar hier auf der Map gibt es ja, wie gesagt, diese eine Fläche, die man kaufen kann, die uns auch schon gehört, wo man bauen kann und wo wir ja unsere kleine, ich sage mal, Häckselmaschine, unsere Hackschnitzelmaschine, unser Hackschnitzelmod da oben haben für die Forstwirtschaft. Aber hier hat es natürlich auch eine sehr schöne Fläche, wo man arbeiten kann. Aber das ist natürlich von der Höhe das Äquivalent hier zur BGA fast. Und wenn wir natürlich da jetzt das Material hochbringen müssen, dann stehen wir wieder vor demselben Problem. Also das hieße also, wir müssten eigentlich gucken, dass wir irgendwo hier die Sache unterbringen. Und hier die Fläche, wenn wir uns diese Wiese kaufen, die wäre natürlich einigermaßen eben. Das wäre eine Option. Dann könnten wir hier mit dem Rest hier noch was arbeiten. Könnten von hier zum Beispiel einfahren. Das wäre eine Option, dass wir dann hier vielleicht was hinbauen, weil hier ist sie vielleicht ein bisschen eng, das wird wohl weniger. Naja, also ihr seht, es gibt jede Menge Optionen für diese Map, was man machen kann. Wir klappen auf jeden Fall erstmal diesen Miststreuer zu und werden nochmal Mist holen, den wir dann ausbringen. Ja, also wie gesagt, was machen wir mit dem Mist? Außer ausbringen fällt mir da jetzt gar nichts groß ein. Und die kleine Hof-BGA haben wir jetzt schon bei Neubartelshagen, unserem Big Farm-Projekt. Wobei man ja sagen muss, es ist ein Big Farm-Projekt und es ist eine kleine Hof-BGA. Vielleicht wäre dann doch die Idee, wenn wir diese kleine Hof-BGA dann irgendwann mal... Ja, ich bin ja da am Überlegen, ob die dort, wo sie steht, wirklich auch stehen bleibt. Das glaube ich nämlich auch nicht. Dann könnten wir da natürlich auch im ganz großen Stil mit diesem modularen System arbeiten. Naja. Aber nichtsdestoweniger trotzdem mal die Frage, weil das Stichwort war jetzt eben dieses Gülleverschlauchung. Macht ihr das? Wendet ihr das wirklich an? Arbeitet ihr damit? Also ich habe mal vor ein paar Wochen den Ansgar gesehen, wie er auf seiner Map hier, auf seiner Oberon-Map, auf der französischen Map, dann auf jeden Fall auch da mal mitgearbeitet hat. Ich finde es halt schon ein bisschen stressig, wenn man natürlich den Gülle, den 60.000, 65.000 Liter Güllewagen am Feldrand hat und den natürlich dann entsprechend nachbetanken kann, dann kann man mit größeren Feldern arbeiten. Aber ich bin da ein bisschen, ja, skeptisch. Oh, Melle, danke für die schöne Zusammenfassung und die Grüße. Ja, natürlich, gerne. Ich bedanke mich natürlich bei dir auch, dass du hier zugeschaut hast oder ich hoffe, immer noch zuschaust. Natürlich, ich grüße dich. Hat mich sehr gefreut, dass du heute eingeschaltet hast mit. So muss es richtig sein. Freut mich.
Ja, also wie gesagt, schreibt mir es doch mal in die Kommentare oder was sind eure Erfahrungen mit dieser Geschichte, mit dieser Gülleverschlauchung? Habt ihr das wirklich eingesetzt? Setzt ihr das weiterhin ein? Findet ihr das supi oder wie ist es da? Ne? Interessiert mich. So, dann machen wir mal hier weiter. Jetzt wird er ganz schön kämpfen. Aber er scheint es zu schaffen. Er scheint es zu schaffen. Er sieht schon stark aus. Also wie gesagt, mir gefällt das alles sehr, sehr gut hier. Man könnte eigentlich über jeden Moment könnte man hier ein Foto machen. Jeden Moment. Es ist einfach schön. Diese Map ist einfach schön. Und vor allen Dingen super verarbeitet. Also das hat der Paddy in seinem Video. Ich schreibe es euch vielleicht den Link von dem Video von Paddy, wo er diese Map dann auch mal eine Rezession gemacht hat, wo er die Map sich begutachtet hat. Und er hat so gut also wie gar nichts gefunden. Er sagt einfach, die Map ist handwerklich auch super gemacht. Hier hat sich der Modder ihr wirklich, der Top Ace sich wirklich ein Denkmal gesetzt. So möchte ich es fast sagen. Denn er hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet, hat sich sehr, sehr viel Mühe gemacht und wirklich auch in den Details, den Kleinigkeiten, den Dekorationen und alles, also alles sehr, sehr stimmig. Nochmal, ganz tolle Map, Neumini-Brunnen kann ich nur jedem ans Herz legen, der eine schöne Map spielen will in, ja, in der bergigen Region, wo er dann eben auch mit kleineren, mittleren Maschinen hier arbeiten kann, die aber auch nicht so wahnsinnig groß ist. Ja, Daumen hoch, absolut. Eine Top-Map. So, wie sieht es denn mit unserem Kollegen Fendt aus? Der scheint hier die letzte Bahn zu ziehen. Dann können wir den dann gleich rüberbringen auf das andere Feld. Dann soll er da nämlich auch pflügen. Und dann schauen wir mal, ob sich da irgendwas verändert, was den Umweltwert angeht. Also die Umweltbewertung. So. Gepflügt. Okay. Ja, eigentlich soll der doch jetzt sagen, dass er fertig ist, oder? Also Pflug muss... Nee, stopp. Pflug muss erstmal gedreht werden. Und dann kann er geklappt werden. So. Und jetzt kann er in die... Transportposition sozusagen. So, das ist übrigens auch ein komisches Phänomen, finde ich immer, wenn man das Lenkrad, ne? Also wenn man jetzt rausgeht, wieder rein, dann wird es wieder rangeklappt. Aber wenn man eben den Helfer unterwegs hatte, okay. So. Dann schauen wir doch, dass wir das Feld da drüben auch noch gepflügt kriegen in diesem Stream. Dann wird da auch ein Schuh draus. Es tut mir leid, aber wenn ihr einfach so hier aus dem... Oh, oh, was ist jetzt passiert? Ach du Schande, das ist ja gar nicht eingeklappt. Ups. Aber wenn ihr hier einfach aus dem Feld gerannt kommt... In selbstmörderischer Absicht haben sich die Tierchen wieder mal hier vor meinen Fendt geworfen. So. Ja, jetzt überlege ich gerade, können wir den gleich so losschicken? Ja gut, im Zweifel müssen wir halt einfach dann noch ein Vorgewende machen. Jetzt soll er einfach mal hier so loslegen und dann sehen wir ja, wie er damit arbeitet. Ach du Schande. Big Mistake. Habe ich aus Versehen, hat dieses auf Felder begrenzen. Toll. Ja, da muss ich da ein bisschen malen. Da muss ich ein bisschen malen. Ach, schade, schade, schade. Wartet mal. Was für ein Fauxpas. Landschaftsbau. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen blöde und mir sehr unangenehm. Malen. Dann malen wir erstmal ein bisschen Wiese. So, weil wir müssen erstmal wieder das Feld hier ordentlich begrenzen. So. Zum Glück können wir malen, weil wir ja das Ganze hier gekauft haben. So, dann machen wir hier ein bisschen mit Kies. Schotter. Schotter.
So, dann machen wir noch mal ein bisschen Dreck. Ich glaube, das war hier vorne, oder? Matsch. Asphalt. Sand. Nein. Irgendwo war doch hier Dreck. Da. Machen wir wieder ein bisschen kleiner. Machen wir noch ein bisschen Dreck hin. Okay. Naja, gut. Dann haben wir halt an der Stelle jetzt eben, wie gesagt, kein Gras. Müssen wir mit leben. Sowas Blödes aber auch. Jetzt habe ich hier die Map demoliert. Naja, okay, was macht er jetzt wieder? Ach, jetzt ist er wieder nicht bis nach hinten durchgefahren. Was immer ein bisschen mit den Bäumen zu tun hat. So. Hervorragend. Tut sich denn jetzt eigentlich schon wieder was? Umweltwertung pH 73. Das habe ich vorher nicht aufgepasst. 73 hatten wir das vorhin schon. Ich weiß es nicht. Aber hier 74 hatten wir, glaube ich, vorher auch schon. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, der ist durch. Okay. Ach du Schande, was macht denn der? Da müssen wir von Hand ran. Das hilft nichts. So. Da müssen wir von Hand ran, weil hier der Helfer dann doch ein bisschen anscheinend durcheinander kommt. Das passt so ein bisschen hoch. So. Ja, das ist mir eigentlich gar nicht so recht, ein Pflug. Weil mit dem Pflug Felder machen ist ganz, ganz schwierig eigentlich. So, dann müssen wir auf die andere Seite. Dann nehme ich lieber diese tiefen Lockerer, weil da kann man wenigstens gerade Bahnen ziehen und kann wenigstens ordentliche Felder ziehen, wenn man denn wirklich Felder anlegen möchte. Also, wie gesagt, ist alles schön und gut mit dem Pflug, aber mit dem Pflug Felder anlegen, kann ich nicht so empfehlen. Tiefenlockerer ist da wesentlich besser. Da kann man wenigstens gerade Felder ziehen, gerade abschließen, kreuz und quer fahren, dann passt das. So. Aber wenn man halt eben nicht aufpasst, dann hat man ruckzuck mal die falsche Taste gedrückt. Ich wusste auch gar nicht, dass man mit dem Pflug hier Felder machen kann. Geht ja meines Wissens nicht mit jedem. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt das gefressen hat, wenn ich den jetzt hier den Helfer wieder weiterschicke. Ob er dann hier weitermacht ordentlich. In der Zwischenzeit schauen wir mal, was unser Fendt hier gemacht hat. Okay. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Unser Fendt stimmt ja gar nicht. Der Fendt ist ja mit dem Pflug unterwegs. Sodele. Dann werden wir den mal in der Nähe von unserem Mist parken. Da haben wir aber auch, glaube ich, das Wasserfass, ne? Ja, da müssen wir dann auch mal eine bessere Position finden. Aber eigentlich gehört das Teilchen hierher. So, sind wir vorne angedotzt. Ja, wir machen das anders. Wir stellen den ein bisschen schräg rein. Damit wir auf jeden Fall noch ans Fass kommen, ans Wasserfass. Gut, sehr schön. So, dann schauen wir mal ganz kurz, ob er es jetzt sauber hier pflügt. Ja, das sieht jetzt gut aus. Dann bin ich am Überlegen, dann müssen wir jetzt mal schauen. Ich glaube, dann wäre jetzt Kalken angesagt und dann könnten wir das Saatbett erstellen hier, oder? So, Kalken, pH-Wert 3,75.
Ja, da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, weil ich glaube, da haben, obwohl wir haben ja jetzt das bessere Gewicht, ne? Weil wir haben ja diesen Heckanbau zum Kalken und der dreht natürlich dann auch jedes Mal durch. So, wenn er das Gewicht drauf hat. Und da müssen wir mal gucken, dass wir dann doch zukünftig hier den, den Anhänger. So, schauen wir mal. Der müsste eigentlich hier in der Halle stehen. Dann können wir nämlich das Feld kalken. Da steht er doch. Aber wir haben ja jetzt 1000 Kilo mehr vorne drauf. Dann müsste das doch jetzt hoffentlich passen und dann mir nicht in die Knie gehen. Ja, geht schon runter, ne? Was haben wir drin? Wir haben Kalk drin. Das passt also. Haben wir da noch irgendwo Kalk rumstehen? Nee, das ist der Dünger, glaube ich. Flüssigdünger. So, dann füllen wir mal hier auf und dann soll er das Feld gleich mal kalken. Ups. Augenblick. Ja, geht ganz schön hoch vorne. Ich überlege gerade, aber lenken tut er noch. Okay, sehr gut. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir hier mal, jetzt überlege ich nochmal. Kalk ist er, glaube ich, nicht so breit von der Ausbringung. Mit Dünger ist er wesentlich breiter. Wenn ich richtig noch weiß. Ja, falsch rum. Es war dann doch umgekehrt. Kalk ist er ziemlich breit. So. Jupp, das passt schon eher. Dann kalken wir das Ganze. Ja, allzu viel Kalk brauchen wir gar nicht, so wie wir sehen. Da wird also sehr sparsam sein. Der wird dann sehr, sehr sparsam sein. So, ich will gleich mal wieder gucken. Ja, 69, da tut sich nichts, da tut sich nichts. Stickstoff-pH-Wert ist volle Punktzahl. Stickstoff hat er wenig. Aber da müsste sich ja dann echt was tun. Aber ich bin der Meinung, wenn wir dann hier das Saatbett machen, dann müsste er eigentlich hier runter oder beziehungsweise mit dem Wert hochgehen. Weil was natürlich hier interessant ist, ist der untere Wert für Bodenbearbeitung und der ist halt irgendwo so bei 50%. Da müsste mehr gehen. Saatbett. Da fahren wir dann einfach mit dem Grubber, glaube ich, drüber. Weil das hat nämlich auch was gebracht, als wir das beim Mais, also bei Feld Nummer 4, als wir das da gemacht haben. Aber interessanterweise ist der jetzt auch immer noch hier bei Feldarbeit, bei Bodenbearbeitung meine ich, ist der nur auf 50%, er hier auch. Da ist natürlich gar nichts, da ist er jetzt auch nur da. Da ist auch nichts, also das ist schon merkwürdig. Also Bodenbearbeitung ist irgendwie überall nur das Halbe. Also wenn ihr da eine Idee habt, woran das liegen könnte, wie man hier die optimale Bodenbearbeitung macht. So, okay. Dann machen wir das Stückchen hier auch noch. Wenn er es macht. Jupp, macht er. Sehr gut. Und dann testen wir das noch an, weil wie gesagt, das fuchst mich ein bisschen hier mit dieser Bodenbearbeitung, mit den Werten. Dann nehmen wir jetzt aber den Lambo, weil den haben wir noch gar nicht gehabt in der Folge hier im Stream. Tada! So, und dann nehmen wir den Grubber. Also wenn ich nochmal richtig weiß, dann haben wir nämlich ein schönes Saatbett. Ja, wir machen hier ein bisschen die volle Arbeit. Ist natürlich, widerspricht sich ein bisschen, weil jedes Mal, wenn wir natürlich übers Feld fahren, müsste sich der Wert für die Bodenbearbeitung eigentlich reduzieren. Weil man muss natürlich gucken, dass man so wenig, so selten wie möglich eigentlich übers Feld fährt. Aber, wie gesagt, mich interessiert es jetzt gerade, weil bei dem anderen Feld, bei dem Maisfeld, hat es eigentlich funktioniert. Da hat sich das sofort verändert. Und der Wert ist nach oben gegangen und ich will auf jeden Fall im Herbst bzw. im Winter, wenn wir Material verkaufen, will ich eigentlich gerne gute Bonuswerte haben. So, wir schauen jetzt nochmal und zwar haben wir hier die 74 und Bodenbearbeitung halt
die Hälfte. Klar, Stickstoff kommt später noch drauf. 74, dann lasst uns mal sehen, was der Kollege hinkriegt, wenn er jetzt hier ein Saatbett macht, weil ich bin der Meinung, das müsste jetzt ein schönes Saatbett sein. Zack, 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 zack. Ja, das ist ein Saatbett. Hervorragend. 74. Lassen wir uns überraschen. Der Kollege wird hier also auf jeden Fall hochfahren, aber wie wir das mit dem Feld Nummer 4 gemacht haben, da ist er dann richtig so nach der dritten Bahn oder so, ist hier der Wert hochgegangen. 74. Da drüben 73. Okay, okay, okay. Also wenn ich nicht hier über 10% komme bei der Umweltbewertung, dann verkaufe ich nicht. Nee, nee, dann weigere ich mich. So. Immer noch 74. Okay, lassen wir uns überraschen und schauen mal kurz beim Fendt rein. Jo, er macht jetzt seinen Job ordentlich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Augenblick mal. So, was haben wir denn hier? Was steht denn hier? Ja, pH-Wert ganz, ganz schlecht. Also da müssen wir auf jeden Fall Kalk ausbringen. Stickstoff haben wir ja durch den Mist schon mal ein bisschen hochgebracht. Ja, also auf jeden Fall den pH-Wert. Da müssen wir was tun. Und was wir auch noch tun müssen, das möchte ich gerne hier mal schnell machen. Wir haben ja völlig unseren Hund, unseren Hofhund vergessen. Der Charlie, wo treibt der sich eigentlich rum? Wo treibt sich jetzt schon wieder der Hund herum? Aber das kriegt man am ehesten raus, wenn man ihm natürlich was zu fressen gibt. Und da bin ich mal wieder gespannt, ob er wieder irgendwo durch alle Gebäude hier durchläuft. Ne, unser Magic, unser Houdini. Houdini. Passt eigentlich gut. Ja, wo ist er denn? Augenblick, wir gehen mal kurz nach oben. Und schauen mal, ob wir irgendwo Charlie sehen. Der treibt sich ja wieder weiß Gott wo rum. Da ist er. Da ist er. Und rennt natürlich nicht durch die Wand. Ach, guck an, guck an. Ja, klar. Kaum sage ich's. Er nimmt natürlich den kürzesten Weg. Hä? Hä? Ach was. Kommt hier raus? Ist ja spannend. Ist ja spannend. Der gute Charlie. So, ja, jetzt machen Fresschen. Ja, bist ein ganz feiner Braver. Unser Hofhund, der Charlie. Sehr schön. So, dann schauen wir jetzt mal. 74, immer noch 74. Ich bin etwas irritiert. Ich bin irritiert. Was zeigt er hier an? pH-Wert ist hervorragend. Stickstoff 105. Ich glaube, für Getreide oder so brauchen wir irgendwie 160, 180, je nach Boden. So. Okay. 74, 6%, 69 in der Summe. Also ich bin, wie gesagt, ein bisschen irritiert, warum hier sich die Bodenwerte nicht so richtig ändern und nach oben schnellen. Bei unserem Big Farm-Projekt hier auf Neubartelshagen, da tut sich das. Da haben wir die volle Punktzahl, haben 15% Umweltbewertungsbonus für auf den Verkaufspreis. Okay. Naja gut, also das Feld müssten wir auf jeden Fall gepimpt kriegen und das hier ja auch, ne? Also ich meine, dass wir jetzt überall bei 90 sind. Ich glaube 90 ist der Maximalwert. 90? Nee, kann es nicht sein. Hier ist 92, 100 muss der Maximalwert sein. Aber dass wir hier einfach nicht richtig vorwärts kommen. 74. Ich bin leicht irritiert. Okay. Also, wir sind hier doch ein bisschen am Arbeiten. Der Kollege macht hier auf jeden Fall richtig schön das Saatbett. Wir könnten mit dem Kollegen Waltra schon mal rüberfahren. Kalk haben wir... Ach nee, Kalk haben wir ja... Oh, da hat er doch fast alles verbraucht. Okay, also wir werden dann jetzt hier noch den Kalk auffüllen. Dann bringen wir den auf jeden Fall drüben schon mal in Position.
So, Deckel zu, Affe tot. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, okay, danke. Er hat doch erkannt, wer der Stärkere von uns beiden ist. So, kommt von links, kommt nichts. Sehr schön. Dann bringen wir den schon mal in Position, damit wir dann kalken können. Und dann kann der Lambo dort rüber. Dann haben wir auf jeden Fall die Felder, die beiden Felder vorbereitet. Wir haben sie gedüngt, angedüngt mit Mist. Wir haben sie gekalkt. Wir haben gepflügt. Und wir werden dann mit dem Grubber das Saatbett herstellen, um dann halt zu gegebener Zeit dann die Saat auszubringen. Ja, bremsen tut er ganz, ganz schwer. Okay, dann fahren wir hier schon mal den Berg hoch. Den Berg hoch. Bin auch im Überlegen, ob wir hier vielleicht dann doch noch ein bisschen modellieren, vielleicht einen Weg hinmalen. Weil ich finde es jetzt mit diesen Büschen und so weiter. Die andere Option wäre ja gewesen, dass wir die Felder zusammenlegen. Aber wir wollen ja eigentlich eine schöne kleine, also eine Map machen mit mittleren bis kleinen Feldern. Und ich glaube, die Felder sind eigentlich groß genug. Wie gesagt, die Option wäre natürlich, hier die zwei Felder zusammenzulegen. Und da drüben haben wir ja den Weg. Und das andere Feld ist ja schon verhältnismäßig groß. Und deswegen würde ich das eigentlich nicht machen wollen. Dann könnten wir hier nämlich noch einen Weg runterziehen und ein bisschen malen. Ist auf jeden Fall eine Option. Ist auf jeden Fall eine Option, hier noch was zu arbeiten. Und je nachdem bietet sich dann auch irgendwann mal an hier vielleicht. Wir könnten natürlich hier auf dem Feld hier an der Seite so ein kleines Ballenlager hinmachen, so wie wir es auf Neubartelshagen in unserem Big Farm Projekt auch gemacht haben. So ein offenes Ballenlager, wo dann die Ballen nach der Ernte bzw. nach dem Wickeln und so weiter dann hier praktisch so ein bisschen rumliegen. Wäre bestimmt auch ganz spaßig. Jo, ne, weil die Felder gehören uns, da können wir jetzt dran arbeiten. So, das hier ist Weizen. Das sieht man auch, die Felder habe ich ja eingekauft und da waren die also vom pH-Wert und so weiter, sind die nicht gerade Burner gewesen. Ich habe aber Stickstoff drauf geworfen. Das habe ich noch gemacht mit der Spritze, so dass wir dann doch einen ordentlichen Ertrag hier auf diesen Feldern noch erwarten dürfen. So, ich werfe jetzt nochmal einen Blick hier. Ja, schade. Es enttäuscht mich etwas. Es enttäuscht mich etwas. Aber wir werden es dann sehen im nächsten Video, denn es geht jetzt dann doch langsam auf 23 Uhr zu. Naja, ein bisschen machen wir noch, ein bisschen machen wir noch. Weil irgendwie habe ich ja noch Lust. So, er. Na, warten wir mal ab, wenn das Feld fertig ist. Vielleicht tut sich dann hier noch irgendwas, weil ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was man machen kann. Das Feld ist jetzt, wie gesagt, soweit vorbereitet. Und wir können dann hier definitiv Raps oder Gerste. Naja, gut, wie gesagt, wir haben ja noch 2-3 Monate Zeit. Wir müssen uns da keinen Kopf zerbrechen. Wichtig ist jetzt viel eher, dass wir hoffentlich nächsten Monat jetzt Weizen, Raps, Hafer. Hafer haben wir, glaube ich, nicht angesät. Aber so, schauen wir nochmal. Feld 18. Da müsste ja Weizen drauf sein. Ach, und 7 ist auch Weizen. Und dann haben wir natürlich Feld 8 mit dem Raps. Also die drei Felder sind eigentlich nächsten Monat fällig, dass die abgeerntet werden. Und dann können wir da nochmal richtig Feldarbeit machen. Da haben wir dann richtig zu tun. Übrigens jetzt aus der Perspektive sieht man das dann sehr, sehr gut. Die 8 ist schon ein sehr großes Feld. Und wenn wir jetzt 7 und 6 zusammenlegen, dann wäre das ungefähr gleich groß wie die 8. Oder ziehen wir dort doch den Weg? Naja, auf der anderen Seite würde es sich halt anbieten. Ach so, welches Feld würde sich denn überhaupt anbieten, dass wir dann da drauf Kartoffeln? Wo man denn, genau, wo man nämlich ordentlich wenden kann, das wäre halt eben die 7, ne? Weil dann wäre links und rechts genügend Platz und dann könnte man da definitiv ohne Probleme dann mit dem Ernter hier drüber fahren, wenn es halt nicht der Vollernter ist. Auf jeden Fall könnte der hier ohne Probleme wenden, denn
Kartoffeln oder Zuckerrüben. Also wirklich, selbst von Hand, 2 Bahnen, 2 Meter oder sowas, ich weiß nicht. Die anderen Felder, wie gesagt, hier die 26, davor graut es mir. Also wenn der Auftrag reinkommt, apropos Aufträge, wie sieht es denn aus? Aber wir haben noch die 2 Ernteaufträge, Feld Nummer 10 und 22. Müssen wir uns überlegen. Das ist, glaube ich, eher was fürs nächste Video. Schauen wir mal, ob wir die machen. Jetzt schauen wir mal, wie weit der Lamborghini hier ist. Ich denke, noch 3 Bahnen. Ich kann es, wie gesagt, ich kann mich nicht zurückhalten. Saatstärke, Ertrag, Bodenart. Immer noch 74, er ändert sich nicht. Da drüben die 73. Es ändert sich nicht. Also meine Hoffnung ist ja dann, spätestens wenn wir die Saat ausbringen und dann auch gedüngt haben, voll gedüngt haben, zu 100%, dass dann natürlich der Stickstoffwert ein bisschen hochschnellt, dass wir da noch ein paar Prozente kriegen. Naja. So, schauen wir hier nochmal ein bisschen aus dem Panoramafenster. Ah ja, okay, es ist bewölkt. Da sind ein paar Wolken. Aber das Wetter ist gut. Im Juni. Und es ist einfach toll. Es ist einfach toll. Ich hätte ja Bock hier den Lamborghini. Freunde, ich hätte ja Bock den Lamborghini gegen einen meiner Lieblingstraktoren. Das ist immer noch... Wo ist er? Tada! Und das natürlich in der Warrior-Variante. Der Deutz in der Warrior-Variante. Das wäre was für Vaters Sohn. Das ist so ein Ziel, das wir uns noch setzen müssen. Unbedingt hier für diese Map. Der würde mir richtig gut gefallen. Hier der Deutz in der Warrior-Variante. Naja, vielleicht haben wir ja Glück und vielleicht kriegen wir den über den gebraucht. Ansonsten 226.000 und das ist, glaube ich, noch nicht mal... Ah ne, den gibt es nur mit 247 PS, ne? Den kann man nicht mehr groß pimpen. Aber wenn wir jetzt dann noch die Radgewichte nehmen, Frontlader wäre natürlich vielleicht in dem Sinn, der wäre vielleicht der richtige hier für die Forstarbeit. Okay, ja, also wir kämen auf 230.000. Ja, wir haben 117, 230.000, vielleicht auf Ende des Jahres. Vielleicht auf Ende des Jahres. Auf jeden Fall wäre das ein Schmuckstück für diesen Hof. Muss ich einfach so sagen, der Warrior, der gefällt mir. Den finde ich einfach richtig stark. Und ich würde fast sagen, das ist so auch ein bisschen eben das Größte, was wir hier auf dieser Map haben oder auch was Sinn macht. So von der Art und Weise, die ganz großen Traktoren, die sind hier überhaupt nicht unser Ding. Und das wäre so das Teilchen, was hier ganz, ganz gut noch herpassen würde. Auf jeden Fall als Ziel gesetzt, denn das finde ich, wie gesagt, das ist doch was, wofür es sich arbeiten hier lohnt. So, wir könnten natürlich mal gucken, aber ich will eigentlich nicht. Nee, wir haben keinen Kredit, also wir haben die volle Möglichkeit, hier einen Kredit aufzunehmen, falls ja, der Lamborghini aus irgendwelchen Gründen die Grätsche macht, dann könnten wir hier tatsächlich auf den Warrior gehen. Ah ja, okay. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, was er uns sagt, wenn er hier mit dem Feld fertig ist, mit dem Saatbett. Was macht der andere da drüben? Ist auch noch schön am Rödel, Rödel, Rödeln. Der wird noch ein bisschen auch noch brauchen, der Fendt. Der neue Fendt, den wir uns gegönnt haben hier in diesem Livestream, gleich ganz am Anfang, der neue Fendt. Jo, das Modell 720 Vario. Haben wir ein bisschen noch, wie gesagt, aufgemutzt, motormäßig, tempomäßig, 40 ist Standard. Jetzt fährt er 50 km/h und hat etwas mehr als 200 PS. Jupp, aber vor allen Dingen gefällt mir halt die Automatik, weil der macht dann keine so Mucken wie eben der Valtra oben, der dann als immer ein bisschen so nach vorne springt, wenn man eigentlich rückwärts fahren will, bis der dann immer so geschaltet hat und so weiter. Jupp, okay, so, der Kollege ist jetzt fertig, den klappen wir ein. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt bin ich echt gespannt, ob sich jetzt wirklich was verändert hat, nachdem wir hier das als letztes gemacht haben. 74. Es ändert sich nichts. Es ändert sich noch nichts. Okay, Freunde.
Ich setze mich jetzt nochmal in den Lambo. Ich bringe den jetzt rüber und beende jetzt den Stream. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt, dass ihr hier dabei wart. Ich hoffe, es war ein bisschen kurzweilig für euch. Wir haben einiges geschafft. Wir haben einen Trecker gekauft. Wir haben eine PV-Anlage auf unser Dach gepackt. Wir haben jede Menge Ballen eingelagert in unser Ballenlager, Strohballen, Heuballen. Wir haben Ackergras geerntet und wir haben die Felder schon mal hier aufbereitet für die nächste Aussaat. Und ich glaube, da haben wir einiges geschafft hier auf dieser Map bzw. in diesem Stream. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal wieder hier auf meinem Kanal. Sage Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Badenfarmer.